Klappe. Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge Künstler trifft Künstler. Heute haben wir das Spiel mal umgedreht. Wir haben zwar einen Künstler und DJ, aber auch Veranstalter, Label-Boss, kann man auch sagen, Ferenc Fellner. Kurze Introduction für diejenigen, die Ferenc noch nicht kennen und was er macht. Raven Snow, einer der wohl bekanntesten Festivalmarken in Österreich. Er betreibt die EME, hat das Label Tanz mich mal und jetzt neu am Start Base Mountain. Was man alles zu berücksichtigen hat, wenn man eine Veranstaltung macht, so groß wie es Raven Snow zum Beispiel, oder wenn es darum geht, welche Künstler wähle ich aus im Sinne des Bookings, das werden wir heute unter anderem erfahren. Was mich aber vorher mal interessieren wird, wie bist du zum Raven Snow überhaupt gekommen? Hast du das gegründet oder wie war das? Also, hallo erstmal und danke für die Einladung. Toll, dass ich da sein darf. Und danke fürs kurze Intro. Wie bin ich zum Raven Snow gekommen? Ich war so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, das erste Mal beim Raven Snow in Saalbach mit einer Freundin. Und damals haben wir die beste Zeit in unserem Leben gehabt, hätte man behauptet, und waren total geflasht, wie wir heimgekommen sind, weil es irgendwie so ein gewissen Anführungszeichen rechtsfreier Raum war da in Saalbach. Das hat halt einfach die Rave gehört und dort waren halt alle benannt. Und mir ist aber aufgefallen, dass ich halt keine Österreicher da getroffen habe. Und habe mich selbst ein bisschen gewundert, weil das Line-Up war irgendwie eins der größten Line-Ups in Österreich zur damaligen Zeit in der Underground-Musik. Und habe ihn einfach ganz frech geschrieben und habe geschrieben, hey, hallo, grüß dich, wir waren bei euch im Festival, das war total cool, wir haben richtig Spaß gehabt auch dort. Und aber warum haben wir keinen Österreicher getroffen? Und als Antwort habe ich dann auch relativ zackig, innerhalb von 2 Stunden, glaube ich, ist die Antwort gekommen. Und dann ist zurückgekommen, hallo Ferenc, schön, dass du bei uns warst. Wir dachten, ich habe keine Szene, liebe Grüße aus Berlin. Und das war so unsere erste Kommunikation zur damaligen Zeit. Und so hat das dann angefangen. Ich habe mich dann nochmal gemeldet, habe gesagt, ich glaube, ihr seht es ein bisschen falsch. Wir haben schon einiges an Szene, wir machen selbst auch Festeln. Und so ist dann das eine aufs andere gekommen. Und ich habe auch für meine Berliner Partner, die auch Gründer sind von Raven Snow, also ich bin ja erst im 10. Jahr dazu gekommen, sehr viel gelernt und auch sehr viel mitgenommen. Und ich glaube, wir sind alle sehr dankbar heute, dass wir uns damals per E-Mail kurz kennengelernt haben und das ganze Tag bis zu heute, also bis heute eigentlich Früchte, weil es macht natürlich auch für einen Sinn, wenn wir aus Berlin sind, dass wir einen haben, der vor Ort ist und der schneller mal dort vor Ort sein kann, als es für einen möglich ist. Und wir haben mittlerweile auch, da die behaupten, 40-50% Österreicher. Am Riff und Snow. Also, es sind sicher noch mehr Deutsche als Österreicher, aber wir holen schon ordentlich auf. Aber ich würde sagen, dass die Entwicklung, die Riff und Snow gemacht hat, aus der Beobachtung außer konstant nach oben gesagt hat. Ja, also es ist ja eigentlich ganz interessant, aber das Riff und Snow ist ja eigentlich das älteste deutschsprachige elektronische Musikfestival. Die Gründung von Riff und Snow war 5 Monate vor der Mayday eigentlich. Und es ist wirklich, glaube ich, mit der Timebop eigentlich das älteste deutschsprachige Festival. Und Rave & Snow hat halt nie einen Hype gehabt. So ist mir damals auch schon vorgekommen. Das schlägt alles sehr in A-Kerben vom Booking her. Aber es ist einfach halt ein Come-Together und ein Happening für die elektronische Musikszene, wo sie alle gerne nochmal zum Jahresabschluss treffen und eine gute Zeit haben, bevor sie sich dann eigentlich erst wieder zur Timebox erst einmal sehen. Du hast ja, du bist ja eigentlich ein österreichisches Urgestein, was die Elektronikszene angeht. Du kommst ja sozusagen aus einem teilweise künstlerischen Haushalt. Deine Eltern haben ein eigenes Lokal gehabt in Oberösterreich, wo du dann die ersten Erfahrungen sammeln hast können, quasi wie das ist, im Nachtgewerbe zu arbeiten und dann dementsprechend deine eigenen Schritte irgendwie gemacht als DJ. Ich weiß nicht, ob du einen Kölner da hast. Ich gehe mal davon aus, wenn die Eltern das Lokal auch gehabt haben. Wie ist es als Kind der Nacht sozusagen
aufzuwachsen und dann dementsprechend gleich mal den Weg ein bisschen vorbereitet zu kriegen? Ja, das ist eine gute Frage. Also diese Zeit, wo meine Eltern eine große Diskothek betrieben haben, das war das Golden Submarine in Haid, so 20 Kilometer außerhalb von Linz. Das war so nur kurz bevor der erste Rave-Boom irgendwie angefangen hat. Das heißt, ich war dort, also wir haben die Wohnung gleich über dem Lokal gehabt und das war schon eine Diskothek mit 2000 Quadratmeter. Und ja, für mich war das normal, von meinem zweiten bis zu meinem siebten Lebensjahr, dass wenn ich dann oft aufwache, dass ich einfach die Stirn runtergehe und dann nimmt mir der erste Türsteher und bringt mich halt zu Papa oder Mama. Das war eigentlich so irgendwie brauch. Es war für mich auch irgendwie normal, dass ich unter der Woche frage, ob ich meine Freunde einladen kann, wie Bowling spielen unten in der Halle. Und das war eigentlich halt eine Jugend, so wie es das eigentlich wünscht grundsätzlich. Und wir haben auch die erste Kinderdisco schon dort gefeiert und das ist mir dann wahrscheinlich nur ein bisschen hängen geblieben. Also die Mama war ja ursprünglich Bankerin, abgesehen von dieser Dekade, wo sie diese Diskothek betrieben haben. Und ich glaube, meine Mutter hätte natürlich immer was anderes gewünscht, als dass ich ins Nachtgeschäft gehe. Und natürlich ist es am Ende dann ins Nachtgeschäft geworden. Die Mama unterstützt mich aber heute noch in einem großen Ausmaß. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und die Mama ist eigentlich auch immer dahinter gestanden dann am Ende. Aber damals mit 17 war es vielleicht ein bisschen ein Schock, dass ich vielleicht doch kein Sportler werde und vielleicht doch ein Und heute möchte aber auch keine Sekunde davor bereuen. Ich habe eine super Zeit gehabt und auch wenn das Nachtgeschäft nicht immer gesund ist grundsätzlich. Aber für mich hat immer so ein gewisses Gefühl von Freiheit vermittelt, ein gewisses Gefühl von Gelassenheit, wo du deine Probleme loslassen kannst. Und für diese paar Momente, die man da öfters erlebt, für das leben wir eigentlich mehr oder weniger, um die Leute irgendwie eine gute Zeit zu bringen. Ich glaube, das war die Intention meiner Eltern schon genauso. Also, wir haben jetzt auch wieder mal Fotos gefunden, wo die damaligen Partys dort zuerst angefangen, dass sie die Leute ein bisschen freizügiger anziehen, dass Mädels irgendwie mit Bikinis auf einmal auf der Bühne tanzen oder dass es halt eine Sandparty gibt mit 4 Tonnen Sand in der Diskothek. Also die haben sich da früher auch keine Sachen geschenkt, mehr oder weniger. Und ja, bin ich eigentlich sehr stolz drüber und schwelge auch öfters in Erinnerungen bei den Schwarz-Weiß-Fotos von meinen Eltern. Wir haben ja bis jetzt in den Podcasts habe ich immer wieder Künstler zu Besuch gehabt, mit denen ich gewisse Perspektiven besprochen habe aus Sicht des Künstlers. Das, was beim heutigen Gespräch finde ich spannend ist, einmal die andere Seite zu hören, wie das Leben bzw. wie das ganze Business aus der Veranstaltungs- bzw. aus der Booker-Sicht auch funktioniert, weil das, wie soll ich sagen, nicht kohärent einhergeht mit der Sichtweise eines simplen Künstlers und DJs und Musikers und so weiter. Da gehören viel, viel andere Sachen dazu und viel, viel mehr berücksichtigt. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen heute eher über solche Themen sprechen und weniger dann in die Richtung Nerdy Talk, was ist ein geiler Übergang und bla bla. Gell? Deswegen sind wir auch gleich beim Raven Snow irgendwo eingestiegen und dahingehend auch die Frage, was ist zu berücksichtigen, beziehungsweise wie wählst du deine DJs aus und Künstler aus, die bei dir auf der Veranstaltung spielen? Wie tust du da? Also ich muss grundsätzlich gleich dazu sagen, dass bei uns das gesamte Booking eigentlich immer der Dominik Dagnelli schon macht. Das ist schon seit, ich war schon vor meiner Zeit auch bei Rave & Snow dabei. Das ist eigentlich so von der Picke auf dabei. Der hat einen sehr direkten Kontakt auch zu den Künstlern und uns wird ja öfters einmal vorgeworfen, dass sie die Sounds auf unsere Floors zu wenig unterscheiden. Aber nur mal, es ist halt immer so, bei 5.000, 6.000 Personen kannst du am Ende nicht alle zufriedenstellen. Wir haben aber einfach die Erfahrung gemacht, dass das halt genau das ist, was die Leute taugt. Sie wollen einen größeren Künstler in einer kleineren Location einmal hören, wo vielleicht nur 300 Leute reinpassen. Und jeder, der bei Rave & Snow mal war, glaube ich, wird das auch bestätigen können. Dort liegt halt ein gewisser Flair in der Luft. Dort schaut dich keiner blöd an um 6 in der Früh, wenn du aus dem Club kommst und um 7 wieder reinfallst. Sondern das Dorf gehört dann einfach uns. Und wir schauen, dass wir alle womöglich eine gute Zeit dort bescheren. Und ja,
Auf der anderen Seite merkt man natürlich auch, dass nicht alles immer nur dunkel und in kleine Club sein muss, sondern es darf auch ganz gerne mal am Berg oben sein. Also die Leute haben halt sicher viel mehr Lust auf Abwechslung, location-mäßig, als das damals der Fall war. Wir haben aber auch, also in Saalbach ist halt auch schon alles, was in irgendeiner Art und Weise bespielbar gewesen wäre, haben wir eigentlich bespielt. Also der Thomas und der Bob, die haben, wie wir das erste Jahr dort waren, haben so das alte Hallenbad bespielt. Also das war, hat so ein altes Hallenbad gegeben, das war kurz vorm Abriss. Dort haben sie auch einen Pool einfach auslassen und im Hauptpool im Prinzip den Floor gemacht. Bis zur Volksschule, wo wir bis Sonntagmittag noch graved haben und am Montag waren die Volksschüler wieder in der Schule. Bis hin zur Tennishalle, die wir adaptiert haben. Also Saalbach hat uns da wirklich immer alle Möglichkeiten gegeben. Und da sind wir heute einfach sehr dankbar, dass wir nach so langer Zeit noch immer in Saalbach sein dürfen und hoffen, dass wir dort alt werden. Also das heißt in dem Fall, die Berücksichtigung der verschiedenen Locations und immer wieder die Augen offen zu haben für neue Locations ist mitunter ein Punkt, der beim Veranstaltung und beim Festivalveranstalten ein sehr wichtiger Punkt ist, weil du einen ständigen Fortschritt nach vorne hast, ne? Irgendwo. Ja, genau. Genau, so das ist wie wenn du auf andere Festivals erfährst, wie Fusion oder was, da wird ständig irgendwas dazu gebaut, zum Beispiel. Genau, also, was ich an Rave on Snow immer spannend gefunden habe, ist einfach, dass wir versuchen, keine totalen Hypes zu folgen. Nur weil Klangkünstler heute gut funktioniert, wird er bei Rave on Snow nie einen Floor hosten, egal wie erfolgreich das ist und egal wie super, dass er durch die Decken geht, einfach weil wir dieses Publikum nicht als unser Stammpublikum assoziieren und uns das auch nicht züchten möchten, sondern Rave on Snow ist vor ein paar Jahren schon eher den Weg gegangen, Klasse statt Masse, anstatt zu sagen, ich muss wieder 3000 Leute drauflegen und ich muss wieder 2000 drauflegen, sagen wir lieber kontinuierlich, wir bleiben bei unseren 5.000 bis 6.000 Besucher und da haben wir dafür auch wirklich gute Besucher und haben nicht irgendwelche Leute von rundherum, die zufällig da sind, weil sie halt gehört haben, dass ein Festl in der Umgebung ist und wirkliche Leute, die kommen, weil sie Bock haben auf ein gutes Wochenende mit guter Musik und guten Leuten. Und das merkt man natürlich beim Rave on Snow. Ich bin selber reif ja schon fast die 40er. Und ich glaube auch beim Rave on Snow bin ich jetzt, fühle mich selbst nicht überaltert, sagen wir so, sondern eigentlich so mitten im Publikum drin. Und es ist eigentlich schon ganz schön zum Sehen, dass es Leute gibt, die uns seit 20 oder 15 Jahren auf die Partys begleiten und sie auch heute mit 40, 45 oder 50 nur 5 Wochenenden Zeit im Jahr nehmen, auch nochmal gute Zeit mit einer Reihe Freunde zu haben, weil das Leben hört ja nicht auf, nur weil ich 35 bin. Ne? Ja, ich glaube auch zusätzlich dazu, wir sind ja nicht so weit auseinander, es sind 5 Jahre. Und ich glaube, dass die Generation. Das ist öder wie ich. Nein, jünger. Ja. Ich glaube, dass unsere Generation sich wesentlich unterscheidet zu der Generation, sage ich jetzt mal 18 bis 25, was den Begriff Techno angeht. Ne? Ich glaube, dass da die Prägung nochmal anders ist. Und wenn man Rave on Snow im Gesamten hernimmt, dann finde ich das schon, ich würde nicht sagen, dass es nichts für die Jungen ist, aber dass man es geschafft hat, die Crowd lange mit sich mitzunehmen auf die Reise. Weißt du, was ich meine? Ja, das trifft ganz gut am Punkt, glaube ich, ja. Und ich glaube, dass da Festivals schon strugglen mit dem Thema Generationsübergabe. Nein, weißt du, das ist halt bei uns auch irgendwie, also auch selbst bist du ja auch Künstler und ich war ja früher auch viel unterwegs, Freitag, Samstag und dort auf dem Festival, da kommst du halt, ich würde jetzt gar kein spezielles Festival nehmen, sondern du bist halt öfter auch nur einfach so eine Nummer auf einem Festival. Du bist halt der SMS, dein Fahrer ist da um die Zeit, keiner sagt Hallo, keiner sagt Tschüss. In Wahrheit bist du dann irgendwie nur so der Clown, der ein bisschen herumgeschoben wird, nett gesagt, und hast gar nicht mehr so viel selbst in der Hand. Und dieses Problem haben ja heutzutage auch viele Künstler, dass natürlich No Business is like Show Business, sagen wir immer. Das ist natürlich, ob einem gewissen Step muss natürlich eine gewisse Professionalität reinkriegen. Dann brauchst du natürlich einen Booker, dann brauchst du natürlich auch Leute, die im Hintergrund für die irgendwie arbeiten. Und dann verlierst du aber schnell auch dein Gesicht als Künstler mal, ne? Weil da gibt's vielleicht Kontakte, die kenne ich 15 Jahre lang. Das sind einfach Freunde von mir, bei denen fühle ich mich, wie wenn ich zu meiner Familie heimfahre. Ist zwar nett, dass mein Booker 2.500 Euro nehmen möchte, aber ich mache jetzt auch einen Tausender, weil ich träume, wenn ich meine Homies einfach sehe, verstehst? Und dann bist du natürlich
auch auf einmal, wenn du halt selbst zur Marke wirst, aber dann der Getriebene deiner eigenen Marke wirst, bist du natürlich auch so ein Arschloch eigentlich. Und ehrlich gesagt, so ein Buchbringer. Das ist auch der Grund, warum wir halt immer versucht haben, auf eigene Füße zu stehen oder auch jetzt, wo wir halt angefangen haben, viel musikalisch zu machen und einfach unser eigenes Label machen, weil ich möchte gar nicht in die Position kommen, dass ich immer bittelt und bettelt, dass ich irgendwo was auszubringen kann, sondern ich möchte mit meiner Musik vielleicht auch ein bisschen eine Story erzählen und dann ist es ganz gut, wenn ich es unabhängig von allen anderen auszubringen kann und wenn ich selbst davon überzeugt bin, ist es einfach machen und auszubringen. Und das ist ja auch das Schöne an der jetzigen Zeit. Ich sage ja, jetzt ist nicht alles besser geworden, aber natürlich für Independent-Künstler ist es halt viel einfacher, eine Nummer rauszubringen, ohne dass ich bei Universal auftanzen muss. Und natürlich kommt auch viel mehr Musik raus. Aber ich kann jetzt einfach mit Eigeninitiative daheim sitzen, mich zwei Jahre hinter dem PC klemmen und das rausbringen, was ich selbst für cool halte. Und das, finde ich, macht den Künstler am Ende wirklich cool. Ja, das stimmt einerseits. Das ist so der positive Effekt hinter dem Ganzen. Ich finde aber, ich finde es immer geil, wenn man beide Seiten der Medaille irgendwo zeigt. Und früher war es nicht geiler, früher war es anders. Ja. Aber früher hat man sich bei Labels beworben, damit man ein bisschen Reichweite kriegt. Und die Labels haben da schon viel Arbeit im Sinne von Marketing und andere und Management-Tätigkeiten abgenommen. Das ist zum Beispiel jetzt momentan so, durch Spotify und die ganzen Plattformen, ist es da grundsätzlich sehr leicht, die Kontrolle über deine eigene Kunst zu haben. Und du kannst das sofort auslassen, wenn du magst. Das Problem, was daraus entsteht, ist, dass du einerseits du bist Produktionsfirma, du musst deine Sachen mixen, du musst das mastern, wenn ich es jetzt nur aus der künstlerischen Perspektive sehe. Im nächsten Step bist du Werbefirma, du musst die selbst vermarkten. Ja. Du brauchst dann letzten Endes auch dann irgendwo ein Management, du brauchst ein saugutes Zeitmanagement. Du sollst die sozialen Medien füttern, im besten Fall täglich schreien, hallo, da bin ich und ich bin der Coolste. Und ich glaube, dass das wahnsinnig viel Druck erzeugt, im Sinne von die Gefahr eines, blöder Begriff, Burnout ist eher gegeben in der heutigen Zeit als vor 20 Jahren, wo du gesagt hast, okay, ja passt, die Labels haben vielleicht ein bisschen mehr Geld gekriegt, aber sie sind mit 5-6 Leuten hinter deiner Marke gestanden, wenn sie das geglaubt haben. Also, nicht nur, es war ja auch zur damaligen Zeit noch so, wie ich angefangen habe zu Musik machen, war es ja auch noch so, dass du eigentlich Platten presst hast. Und so eine Plattenpressung hat halt schnell einmal 4.000, 5.000 Euro gekostet. Die hast du halt meistens als Independent-Künstler ja gar nicht leisten können, dass du jetzt sagst, genau, ich bringe eine LP raus. Und bis dass das Geld auch wieder reinkriegst, auch wenn es jetzt nur 500 Platten sind, die du verkauft hast, hat das trotzdem natürlich ein Jahr gedauert, bis das Geld wieder zurückkommt. Bei der Vertrieb schickt es an einen Plattenstore, der Plattenstore hat es im Regal, nach einem halben Jahr schickt er seine Retouren wieder zurück. Und dann kriegst du halt irgendwann eine Abrechnung. Das heißt, zur damaligen Zeit, also diese Labelverträge, das ist ja auch heute das Problem an diese großen internationalen Labels oder Vertriebe, die eigentlich mehr oder weniger ja alles in der Hand haben. Das heißt, das ist ja auch kein Geheimnis, dass Universal und Sony an Spotify beteiligt sind, weil sonst hätten Spotify gar nicht die Lizenzen gegeben für ihre ganzen Songs. Also am Ende kommst du an der Industrie irgendwie nicht wirklich um. Es ist allerdings halt auch nicht mehr zeitgemäß, dass ich 80% meiner Einnahmen als Künstler abgib, weil sie haben ja heute bei weitem nicht mehr so ein finanzielles Risiko, wie das halt einfach einmal war. Diese Deals ändern sich natürlich auch, aber sicher auch nur dann, wenn du halt eine gewisse Größe hast. Ich glaube allerdings, dass halt für einen Künstler, dem es um die Musik geht und nicht um den Hype oder nicht um den Fame, den du vielleicht erreichen kannst, weil einen normalen Künstler stört dieser Fame ja eher, dass du, wenn ich dann soweit bin und eine Nummer habe, die ein breiteres Publikum erreicht, ist es ja auch ganz gut, einen gewissen Backstock vorweisen zu können. Das stimmt. Und diesen Backstock, den ich dann vorweisen kann, macht einen Unterschied. Für mich zum Beispiel habe ich 30 Releases draußen, die eine gewisse Geschichte erzählen und auch vielleicht eine gewisse Entwicklung des Künstlers zeigen. Weißt du, ich ehrlich, es gibt Nummern, die mich vor 8 Jahren rausgebracht, die finde ich heute total scheiße. Ich darf es aber trotzdem nicht löschen, weil das war halt die Story dahinter. Ich kann sie auch nicht ändern. Das ist heute, sage ich, darf das nicht mehr auszubringen, aber vor 8 Jahren war es halt so. Da die ja nie auf die Idee kommen, dass ich das lösche aus irgendeiner Art und Weise, weil es ist eh schon schwer genug, dass du mit der guten Musik auffällst, mit der schlechten fällst du sowieso nicht mehr auf. Also,
Das heißt, ich glaube, es gibt da auch nie irgendwas zum Schama oder zum Herumdenken, sondern ich glaube, das Coolste für einen Künstler ist, wenn er einfach das machen kann, auf das er Bock hat. Und diese gewisse Freiheit vielleicht zu nutzen, ist vielleicht der schwerere Weg, aber ist aus künstlerischer Sicht sicher vielleicht am Ende der erfüllendere. Und wenn es nur am Ende meine zwei Kinder aufhorchen, wenn ich tot bin, ist es für mich auch in Ordnung. Was ist für dich eigentlich ein Künstler? Ab wann darf man sich einen Künstler nennen? Das ist eine Fangfrage. wo fängt Kunst an und wo hört sie auf? Das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Aspekt. Weil Kunst kann ja viel sein, Kunst muss ja nicht immer Musik sein, Kunst kann ja auch Malerei sein, Kunst kann ja auch, also es gibt viele Aspekte von Kunst. Influencer ist für mich auf jeden Fall kein Künstler. Podcaster hat auf jeden Fall viel mehr Inhalt. Nein, ich glaube eben, dass diese schöne neue Welt, die du halt jeden Tag auf Instagram präsentiert kriegst, und ich denke mir das ja auch öfters, weißt du, also sitze ja auch öfters mit Freunden beieinander von früher, also Corona hat mir meine ganze Jugend gekostet. Und dann sitzt da wieder einer da und sagt, ja, deine Jugend hätte man gern gehabt. Und dann denke ich mir, ja, eigentlich hat er irgendwie recht. Aber wenn du heute halt Instagram aufmachst, wirst du immer irgendwen sehen, der natürlich mehr unterwegs ist wie du und der vielleicht auch mehr Erfolg hat wie du. Aber ich glaube halt, was sich halt ändert, und das finde ich eigentlich das Interessante, ist, dass du natürlich mit 20 Jahren eine ganz andere Ansicht hast, weil mit 20 Jahren denkst du immer nur auf ein Jahr vorwärts. Und lustigerweise mit 40 ändert sich das und du denkst auf einmal in ganz andere Zeiträume, weil du ja auch schon 20 Jahre hinter dir hast in dem Musikbusiness. Und in der Zeit ist viel Kummer und gegangen, weißt du, wie ich sie irgendwie gesehen habe. Und am Ende habe ich halt so erklärt, dass die Künstler, die wirklich erfolgreich sind, also da gibt es viele Künstler in die Beatport Top 100 zum Beispiel, da, wo du glaubst, sie haben einer Texte Nummer rausgebracht, wenn du dann aber nachschaust, ist vielleicht doch schon die 150. Das Künstler, die du jetzt teilweise gar nicht so richtig wahrnimmst, die haben aber einfach eine lange Story dahinter schon, weißt? Und viele Sachen, wo sie mal gescheitert sind oder wo sie mal nicht so durch die Decken gegangen ist, ob sie es geglaubt haben, jetzt ist es so. Und ich glaube, die Kunst an sich für mich ist, so wirklich eigentlich Nachtleben an sich ist für mich Kunst, weil es ist so, also aufs Auflegen bezogen hat mein Papa, der ist ja nur auf einer Zeit gekommen, wo das mit den Discjockeys erst angefangen hat, das hat ursprünglich war der Discjockey ja wirklich einer, der eigentlich eine Nummer nach der anderen eine tut und dazwischen sagt ein bisschen was ins Mikrofon und da kommt halt ein neuer Song und dann hat sich das mit der Technik ein bisschen geändert, aber der Papa hat auch immer gesagt, es ist halt so, ein guter DJ bis dann, wenn du 90% der gute Musikauswahl hast und 10% macht dein Mixen, weil wenn du da scheiß Musik spielst, aber die gut mischt, ist auch nicht gut. Da hat er natürlich auch irgendwie recht, weißt du? Also, das heißt, den Künstler zeichnet vielleicht viel mehr der richtige Track zum richtigen Zeitpunkt, richtig inszeniert, mehr aus als der Übergang dorthin. Ja, das ist ja das, was ich auch sage. Spül lieber geile Nummern, bevor du 30 Nummern die ganze Zeit irgendwo mixen musst. Ne? Genau. Ich habe das Sven Fate als Vorbild, wenn der mit Vinyl spielt, der hat auch nicht ständig zwei Schallplatten laufen, sondern der hat einfach fette Nummern und die Übergänge sind ganz kurz und Kann auch sein beim Fate, wenn der 4 Stunden spielt, kann es auch sein, dass du die erste halbe Stunde einfach die 14 Bauch stellst, aber nach der halben Stunde weißt du auch, warum du das da hast. Weil du kannst, also in der heutigen Zeit, also ich finde es so schlimm, wie es heute ist, dass jeder immer in der ersten Reihe stehen muss. Ich zum Beispiel war ein Künstler, ganz am Anfang, ich war auch gern Techno gespielt, früher war ja alles ein bisschen härter. Und habe dann aber einfach auch gemerkt, dass, wenn ich dann einmal gespielt habe um 1 in der Früh, das war mir viel zu stressig, weil da war es bumm voll und das hat mich so gestresst, dass ich mir dachte, na, ich schaue lieber, dass ich das Warm-up spiele. Und habe mich wirklich alle Veranstaltungen gewusst, der Ferenc, wenn ich den anrufe und ich buche ihn fürs Warm-up, der freut sich im Vergleich zu allen anderen, die sagen, das ist eine scheiß Spielzeit. Und das hat mir aber auch so viel Erfahrung gebracht und so viel Ruhe und so viel Routine, dass ich immer gesagt habe, diese Bookings haben mich am allermeisten weitergebracht, weil es ist viel schwerer, die Leute
wenn sie in den Club zu kommen, sie in einen schönen Abend zu begleiten, als sie mit den letzten 135 BPM um 4 in der Früh zu verabschieden, weil da kannst du eh mit einem Kochtopf und mit einem Kochlöffel auch vorne stehen und draufhauen, das taugt dann auch. Was? Also, es ist schon öfter so, dass natürlich ab einem gewissen Pegel und ab einem gewissen Lustigkeitsfaktor geht dann die Musik ja öfters mal ein bisschen in den Hintergrund. Und das finde ich eigentlich öfters relativ schade, weil mich faszinieren auch so Künstler wie ein Hotten oder wie ein Fett, die wir einfach in 4 Stunden halt die wirklich mitnehmen auf eine musikalische Reise, wo du selber noch gar nicht gewusst hast, dass du es gerne erleben möchtest. Da haben wir die erste Message und den ersten Lernfaktor. Das ist übrigens auch das, was ich jungen DJs und jungen Künstlern immer wieder sage, wo ich sie quasi auch reinstoß, lernen, Warm-up zu spielen. Da finde ich, lernst wirkliches Auflegen. Und das ist zum Beispiel, wenn ich Partys mache, ist der Warm-up-Slot der wichtigste für mich. Ich finde auch. Also wirklich, ich kann nur bestätigen, ist für mich auch so. Wenn der Warm-up-Slot nicht passt, dann kommen die Leute einfach nicht vernünftig in den Abend und ist auch für den Gast total wichtig einfach, weil wenn ich wo reingehe, dann gehe ich ja nicht rein und stampfe sofort, sondern ich gehe rein und unterhalte mich ein bisschen und möchte ein wenig einen Kurs haben. Und wenn sich der erste DJ nicht, generell alle DJs, nicht ein bisschen in Wellenbewegungen spülen, wirst du immer merken, dass du halt den Peak um 1 in der Früh hast und dann ist es halt vorbei. Und dann ist es vorbei, ja. Die richtig guten Abende, die haben halt immer so eine gewisse Wellenbewegung. Da geht es ein bisschen aufwärts und ein bisschen abwärts. Das ist aber auch gut so, weil ansonsten, was kommt als nächstes halt? Also ich denke mir das teilweise, wenn ich mal sowas von im heutzutage Hardtechno halt irgendwie anschaue, das hat alles seine Berechtigung und ich mag das auch alles. Aber ich darf auf so eine Party halt erst um 2:30 in der Früh gehen. Und nicht um 10 Uhr abends. Also, ja, weil es halt auch schon um 10 Uhr dahin scheppert, ne? Ja, genau. Das ist so der Grund. Ja, ein schwieriges Thema. Ja, ist sicher ein schwieriges Thema. Es ist generell... Schwieriges Thema mit dem Hardtechno momentan, weil ich finde, dass es eher ein Trend ist. Wobei, hat es früher bei uns nicht Hardstyle geheißen? Ja, sowieso. Also es hat Trance vergeben und da hat... Und das auch alles, also auch damals, ich kann mich noch erinnern, wie diese Trance-Bewegung auch gekommen ist, da hast du auch geglaubt, jetzt ist alles andere vorbei. Und das pendelt sich dann alles ein am Ende wieder. Also von diesen ganzen Hardtechno-Jungs sind dann nicht wirklich viel übrig geblieben. Ich glaube, der Felix Kröcher ist wahrscheinlich der aus dieser Ära noch übrig ist, aber heute einen ganz anderen Sound spielt. Und deswegen ist es auch für uns einfach so, dass der Felix Kröcher, der hat einfach einen künstlerischen Weg auch gemacht, weißt? Und der ist nicht immer nur ein Hype nachgelaufen und irgendwie das macht halt für uns einen Künstler zum Künstler am Ende irgendwie. Ja, ich habe da mit dem David Jach, falls du dir was sagt. Ja, sicher. Ich habe mit dem genauso über das Thema gesprochen. Und ich sehe Trends als natürliche Geschichte, die kommen und gehen. Und er hat dem hinzugefügt, wenn von den Jungen auf Hardstyle und Hardtechno jetzt viel Leute aufhupfen und wenn von denen 10% quasi in unserem Underground-Geschichte drinnen bleiben, dann hat die Elektronik-Szene im Gesamten schon etwas dazu gewonnen. Und also, so wird das quasi nie aussterben. Also das Problem ein bisschen diese Underground-Hascherei, in Anführungszeichen, die ist ja heutzutage auch schon wieder so massenkompatibel, dass ja sogar Künstler, die EDM spielen, sagen, sie spielen jetzt Underground-Musik. Weißt du, das ist ja immer so eine Auslegungsgeschichte. Heute zu behaupten, dass wir einen totalen Underground-Event machen mit Rave und Snow, 5000 Gäste empfangen, war wahrscheinlich auch nicht richtig. Sagt wahrscheinlich auch einer, der jetzt intellektuell ist, sagt, oder du schließt das eine vom anderen schon aus. Weil dann schafft man bei Rave und Snow noch immer nur 50 Leute sein, wahrscheinlich. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus, aber uns kommt auch, also zum Beispiel, als Beispiel jetzt, wir haben Passmanten gemacht in einer sehr toten Region, in Grünau im Almtal, ein kleines oberösterreichisches Skigebiet, das seit 10 Jahren um einen Weiterbetrieb kämpft, hat eigentlich nur 2 kleine Seilbahnen und ein paar Schlepplifte. Und dort haben wir den ersten Event gehabt, haben 4000 Personen fast dort gehabt vor Ort. Und da hast du einfach auch gemerkt, natürlich sind da viele Leute dabei, die da gerne EDM horchen. Aber heute horchen sie halt keine EDM. Das ist unsere Entscheidung, was horchen. Und die nehmen das aber auch alle dankbar, weil ganz ehrlich, wenn ein Radioauftrag her, ja eh immer nicht selber ist. Weißt? Und es ist das, was mich heute ein bisschen ärgert, sondern mir ein bisschen langweilt, ist zu glauben, du bist ein Künstler, weil ich mir irgendein Sample aussuche, das 30 Jahre alt ist, wo ich weiß, es hat vor 30 Jahren funktioniert und es funktioniert heute auch noch. Und nur mal, da
da kennen sie alle großen Namen und da rede ich sicher wahrscheinlich auch gegen ein paar, die sich das dann vielleicht am Ende auch hochkommen und sagen, Alter, was ist gleich mit dem, Alter, wir sind doch Freund. Es ist kein künstlerischer Anspruch, sie die Ideen von meinen anderen zu klauen und einen anderen Beat drüber zu legen und dann glauben, du bist der Superstar, das ist einfach nicht so. Und das Klauen. Finde ich, haben wir für Künstler einfach gar nicht nötig, machen es dann aber trotzdem und ich glaube, das ist dann teilweise schon eine industriegetriebene Geschichte, weil ich glaube nicht, dass er selbst auf die Backup, dass er das macht. Weißt du, wie man so. Ja, gebe ich dir einerseits recht, andererseits ich spiele auch mehrere Instrumente, weil wir zuerst darüber geredet haben, ab wann bist du Künstler, ne? Und du hast dazu gesagt, ab dem Moment, wo du mehrere Instrumente spielst, dürftest du dich Künstler nennen. Ne? Und da habe ich gelernt, also was ist der Approach? Du kannst deine Tonleitern einfach runterspülen, gell? Das ist ganz normal, aber wie du wirklich lernst, ist, wenn du andere Nummern spielst. Mhm. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendeine Nummer auf der Gitarre lerne, dann lerne ich am Anfang die Nummer und basierend auf dem Wissen, was ich habe, entwickle ich dann quasi meinen Stil. Mhm. Und daraus klaust du eigentlich immer, glaube ich. Nein, da bin ich grundsätzlich bei dir, möchte jetzt auch gar nicht ausschließen, weil das ist, also es war ja gelogen, wenn sei das Künstler sagt, du verwendest gar nie ein Sample oder sonst irgendwas, das ist so. Und natürlich auch jeder Künstler, der sich mit Musik immer beschäftigt, weiß auch, dass alle Nummern, die in die Top 40 sind, 37 davon nach derselben Tonfolge laufen, einfach weil es halt auch so ein gewisses, gibt es ja so ein ungeschriebenes Gesetz, mehr oder weniger, für eine Tonleiter, die du nutzt, oder die 80% aller Hits nutzen, ist halt die Frage, ob du damit halt nur auffallst. Und das finde halt ich, das muss ich einer lassen, bei der ganzen Hard-Techno-Geschichte, trauen sie sich auch, wirklich was. Weißt? Da muss nicht alles immer total synchron sein, oder da kann auch mal ein ganz anderes Geräusch einer kommen, mit dem es gar nicht rechnet. Das finde ich eigentlich wieder ganz spannend. Was ich auch spannend finde, zum Beispiel, und ich mir früher nie gedacht habe, dass Drum and Bass eigentlich auch total eine interessante Musikrichtung ist, die total viel Facetten hat und auch ziemlich geil ist, sonst am Dance verstehst. Ich habe immer gesagt, alles, was nicht vier Viertel ist, ist irgendwie nicht mein Sound. Da die jetzt halt so nimmer sagen und finde irgendwie ganz spannend und ein bisschen Abwechslung darf schon öfter sein, aber es sollte kein billiger Abklatsch sein von was eh schon lange ausgelutscht ist. Das und stimmt. Das passiert halt heutzutage schon, weil ich glaube, der Kyle Cox ist der Einzige und der Richie hat den wahrscheinlich, die sich auf so einem Hype noch nicht aufgehängt haben, aber schau, dass auch die ganzen Newcomer-Headliner wie, also da sind schon ein paar Verpasst dabei, was du denkst, oder was das vielleicht wirklich not, ich glaube ich eigentlich nicht. Vielleicht dann noch einer Ecstasy oder so. Vielleicht noch dort werfen. Aber, was man einer dann auch wieder zugute halten muss, ist, sie gehen dann danach ja auch wieder den Weg weiter, den sie immer gegangen sind. Das finde ich dann auch wieder cool, weißt du? Und du kannst dich natürlich auch komplett ändern und sagen, du hast nur in diese Kerben. Das sind ja dann auch die wenigsten. Von daher hat alles seine Berechtigung und ich ziehe vor jedem Künstler am Ende in den Hut. Ich sag das ehrlich, ich habe mir ein Doku jetzt erst angeschaut von meinem Scooter, der begleitet mich natürlich auch mein ganzes Leben schon, immer irgendwie hört seine Musik halt immer im Hintergrund irgendwo. Und am Ende ist das auch Kunst. Weil ich muss da schaffen, dass du das so rigoros 30 Jahre lang durchziehst, wie der Typ das gemacht hat und hinter dem steht, was du da machst. Und früher hätte ich immer gesagt, seine Musik ist für mich keine Kunst. Aber wenn du da diese 30 Jahre anschaust, die er als Künstler aktiv war, ist er schon ein Künstler eigentlich, ne? Also hat er schon seine eigene Handschrift und hat genauso seine Berechtigung. Also ich finde, dass alles, was mit Kunst zum Tor hat, hat eine Berechtigung und wird auch immer in unserer Gesellschaft nur einen viel größeren Wert kriegen, als das heute hat, weil wir ja eine Gesellschaft sind, die eh schon alles hat. Das stimmt. Und die Kunst fängt ja erst dann an, wenn ich mein, rein theoretisch, für jeden ist ja Reichtum anders auslegbar. Der eine sagt, meine Lebensziele sind, dass ich eine Frau habe und zwei Kinder und einen Hund und dann möchte ich noch ein Sportauto und ein Boot. Und für einen anderen sind es ganz andere Aspekte, dass ich eher ruhige Zeit habe und dass ich, das muss jeder für sich wissen, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn du halt kein Getriebener der Gesellschaft bist, sagen wir es so. Das stimmt, bei mir ist und du kannst, glaube ich, halt auch am Ende irgendwie einen Mehrwert ausbringen. Das ist, glaube ich, ich frage mich ja öfters zum Beispiel, weißt du, warum
gibt es heutzutage so viele Künstler, die Viralgänger, die irgendeine Masken aufsetzen. Also bei Sido war das ja nur ganz cool irgendwie und vielleicht war es bei Boris Brecher auch noch akzeptabel, aber spätestens bei Klepton habe ich mich das erste Mal gefragt, ob wir leicht heute in einem Zirkus daheim sind. Und jetzt fangen da das an, dass ja alle nur noch Masken aufsetzen, grüne Haare haben oder gelbe Haare haben. Aber ich glaube, die Leute haben auch irgendwie Bock drauf, dass Leute folgen, was sie sich selbst nicht trauen. Was mich aber auch am Ende vielleicht mehr zum Clown macht als zum Künstler, das ist halt dann eine Gratwanderung, die musst du halt selbst entscheiden, bist du der Künstler sein, der musikalischen, künstlerischen Anspruch hast, oder bist du halt ein Performer, der auf der Bühne steht und seine Hand hebt und zweimal auf die Bühne aufsteigt. Und ich glaube, das muss auch dann am Ende jeder für sich selbst wissen. Ich sage immer, das Nachtleben ist kein Ponyhof. Und es gibt sicher auch Leute, die sagen, für mich ist das jetzt 5 Jahre lang was, und der sagt, 5 Jahre will ich jetzt Vollgas geben. Ich weiß, ich werde wahrscheinlich sterben in der elektronischen Musikszene. Und früher habe ich mir gesagt, mit 40 mache ich was Vernünftiges. Jetzt sage ich mit 50. Mit 50 sage ich wahrscheinlich mit 60. Und am Ende konnte ich mein Leben ohne elektronische Musik gar nicht vorstellen. Unabhängig davon, ob ich international als Künstler einen Erfolg gehabt habe oder nicht. Sondern es ist dann auch einfach so viel Geschäftspartner, die halt einfach zu meinen Freunden geworden sind, dann von dem Morgen sogar die Hörer drauf zum elektronischen Musikgeschäft machen, hätte ich auch gar keine Freunde mehr. Also, das ist irgendwie so. Da sind wir jetzt ja schon wieder sehr tief im Kunstbereich. Aber gut, dass du mir da die Brücke gelegt hast zu Geschäftspartner. Also einerseits schön zu hören, dass jemand seine Bestimmung irgendwo gefunden hat. Ich sehe das bei mir genauso mit der Musik, dass ich mein Ding final gefunden habe, mit dem ich leben kann und mit dem ich leben möchte. Was aber zu berücksichtigen ist, um nochmal auf das Geschäftliche zurückzukommen, sind zwei Sachen. Einerseits, es macht schon Sinn, sich breit aufzustellen, sich zumindest Gedanken zu machen, was mache ich, wenn der Hype vorbei ist, auf dem ich gerade geschwommen bin. Wie zum Beispiel, ich mache Veranstaltungen, um anderen eine Bühne oder eine Plattform zu bieten. Oder ich mache andere Sachen, die mit denen ich quasi irgendwo im Kunstbereich auch noch unterwegs sein kann. Und da ist zum Beispiel so, du hast ja die Tischlerei gehabt, das Club in Linz. Genau. Und deswegen die Frage, gibt es für die beim Auswahl des Künstlers, den du spielen lassen hast oder den du hören magst, gibt es da irgendwie so No-Gos, wo du sagst, wenn du jetzt eine E-Mail liest, wo da irgendwer geschrieben hat, hey, hallo, ich bin Künstler XY, ich bin saugeil, bitte lass mich spielen. Und was ist so von deiner Seite die Erwartungshaltung? Was liest du lieber und was liest du gern bei der Künstlervorstellung? Also am liebsten entdecke ich einen Künstler eigentlich selbst. Und okay. Lustigerweise entdeckst du die Künstler meistens auch selbst, weil uns, ich sage jetzt, Österreich ist jetzt ja nicht so riesig, dass du irgendwie gar nichts mitkriegst, dass wir so Bewerbungsanschreiben direkt. Das ist sehr selten, dass jetzt ein Set dabei ist, was uns direkt ausspricht. Muss ich ehrlich sagen. Sondern ich habe es einfach ganz gerne, also ich gehe ja selber gerne mal auf Events, und wenn ich selbst da irgendwo auflege, dann früher bin ich öfters sehr knapp zum Gig gekommen, heute tue ich das nicht, weil heute gehe ich gar nicht mehr Freitag, Samstag fort und muss überall spielen, sondern suche mir lieber die besten Geschichten aus. Dann freue ich mich auf den Abend aber auch, gehe mit meinen Freunden vorher essen und dann bin ich aber auch die ganze Nacht auf der Party. Und das bereichert mich aber auch irgendwie, weil früher sind wir immer nur so come in, come out, essen, eine, außer und zum nächsten Gig irgendwie. Und das ist auch nicht so cool, was? Du hast alle deine Homies dort, alle deine Freunde sind in München, oder? Und du musst abhauen, weil um 8 in der Früh musst du nach Köln. Und bist wieder bei deinen Homies, aber musst dann wieder weg irgendwie. Und dann bist du aber auch irgendwie, hast zwar 2000 Euro verdient, aber so richtig Spaß hast du dann auch nicht gehabt am Wochenende. Und das eine sollte immer nicht auf Kosten vom anderen gehen, oder zum Beispiel jetzt schon Freunde von mir feiern schon 50er, wenn die am Donnerstag feiern, dann wissen wir, Freitag selber brauchen wir uns eh nichts vornehmen, weil bleiben wir lieber benannt, weil der hat eh nur auch meinen 50er, ne? Ja. Ja, wirklich, ja. Alles cool feiern. Ja, genau. Ja, richtig schwierig sein. Nein, ich glaube auch, dass dieses, also, da habe ich vielleicht auch noch eine lustige Anekdote nochmal zurück zum Ray von Snow, weil ja, meine zwei Partner sind ja Berliner, die haben ja generell so vom Denken her ein bisschen eine offene Drogenpolitik im Kopf, wie in Zollbach im tiefsten
Pinzgau-Bongau, wo es natürlich glauben, dass gar keiner guckst. Und dann haben wir in der Kronenzeitung damals halt irgendwie einen Deal gehabt und die haben einen guten Bericht geschrieben davor und am Sonntag war Doppelseiten drinnen, was weiß ich, 1800 Personenkontrollen und haben es gefunden, noch 300 Gramm Cannabis und noch 300 Ecstasy und noch was weiß ich, was da alles gefunden haben, halt für Österreicher Riesenfund, keine Ahnung. Und ich habe mich mordsmäßig aufgekriegt, gell, bin aufgekriegt zu meinen Partnern und ich habe mich in so der Zeit gesagt, da sind diese Arschlöcher, die haben zerreißen uns da. Und der Bob, mein Berliner Kollege, lässt sich das durch und sagt da, boah, klingt voll spannend, Ferien, da würde ich auch gern hinfahren auf das Rave. Und das ist das erste Mal, was mir eigentlich so richtig bewusst worden ist, dass nur weil halt die breite Masse in der Kronenzeitung das so bringt, kann das ja die Leute auch reizen dadurch. Weißt? Und das war schon auch so, umso mehr, dass sie uns kontrolliert haben, umso interessanter war es Rave und Snow dann am Ende. Und das ist auch so, ein Festival soll ja ein gewisser, in Anführungszeichen, freierer Lebensgeist irgendwie herrschen. Und ich glaube, die Konsumation von verschiedenen Substanzen hat irgendwie zur Menschheit schon immer dazugehört. Und ich möchte es nicht befürworten und auch nicht sagen, du musst unbedingt Drogen nehmen, weil es ist das Kleinste, was du machen kannst in deinem Leben. Absolut nicht. Aber ich möchte auch nicht mit am Weg geben, dass ich mich mein ganzes Leben lang davor verwehren darf, weil es gibt vielleicht Momente, die schon erlebbar sind und deinen Horizont erweitern können. Und nicht immer nur so negativ sind, wie es halt auch öfters dargestellt werden. Aber heutzutage ist es ja so, dass du in Deutschland schon kiffen darfst und vor einem Jahr bist du nur verhofft worden. Aber irgendwie gehört halt der Rausch zum Nachtgeschäft dazu. Und das ist auch gut so, weil ohne Rausch, glaube ich, kennen, ist für die Leute sehr schwer zum Abschalten. Und es sollte ja eine gewisse Abgrenzung sein. Also ich zum Beispiel habe extrem viele Leute kennengelernt, die feiern seit 30 Jahren. Aber das sind die einzigen, die ich kenne, die haben kein Alkoholproblem. Weil die trinken am Wochenende eh so viel, dass unter der Woche gar keinen Gust haben auf Alkohol, weißt? Wirklich, kenne ich wirklich unzählige davon. Und im Vergleich, wenn ich dann die Eltern von meinen Freunden anschaue, die jeden Tag daheim sitzen und eine Flasche Wein zu zweit trinken, das ist dann eigentlich ja so gesehen, für mich mehr Alkoholiker als meine Freunde, die sich halt am Freitag, Samstag halt irgendwie weggetan und Sonntag, Montag Kuppe haben. Und am Ende hat alles seine Berechtigung, solange es keine Aggressionen beinhaltet. Finde ich, sollte man da sehr offen drüber denken und ich meine, das passiert auch. Was ich zum Beispiel ich überhaupt nicht gut finde und das ist auch ein Thema, was mir jetzt eigentlich sogar wichtig ist, auch weil es uns in Oberösterreich nur gestraft hat, aber wo ich zum Beispiel halt gar keine Akzeptanz dafür habe, ist irgendwie, dass so, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast mit dem Techno MeToo in Wien, wo es so 6 Positiv-Partys gegeben hat von einem feministischen Kollektiv. Ja. Die dann aber verschiedene Besucher oder Clubbetreiber auszunden haben für sexistische Bemerkungen und Daten. Aber nur mal, ich denke mir halt, wenn ich eine Sex-Positiv-Party mache und mich dann aufregt, wenn irgendwer ein Mädel auf den Arsch klopft, dann darf ich keine Sex-Positiv-Party machen. Und wenn ich Feministin bin, dann darf ich halt am Ende nur Partys für Frauen machen, dann hast du das Problem ja gar nicht. Ich kann ja nicht hergehen und das und Techno nutzen für mein kinky Techno positiv Sex positiv Party und dann zu sagen, die Techno-Szene ist ordinär und klopft die Weiber am Arsch. Verstehst du? Man hat knockert dort die wer am Arsch klopft. Also das ist halt so irgendwie auf der einen Seite Feministin sein, aber auf der anderen Seite Sex positiv Partys machen, passt halt einfach nicht zusammen. Ne? Das ist ein sehr kontroverses Thema. Ja, also, für mich nicht zusammen. Für andere wird es vielleicht so sein, aber. Find ich deswegen geil, weil viele Leute, mit denen ich im Podcast gesprochen habe, die nehmen ein Blatt vor den Mund. Ne? Und da du merkst du schon sehr genau, dass sie aufpassen, was sie sagen. Und das taugt mir im heutigen Gespräch, dass du komplett drauf scheißt. Weil letzten Endes, ich habe genau die gleiche Meinung zu übertriebener, was ist das Wort? Übertriebene Empörung. Übertriebene Empörung. Ja. Wenn du auf eine Sex-Positive-Party gehst, dann musst du damit rechnen, dass du anbraten wirst. Wenn du auf übertrieben gesagt jetzt. Übertrieben gesagt jetzt. Gell? Ich will den Täter nicht schmälern und nicht runterreden, aber trotzdem ein bisschen in eine gewisse Relative setzen, dass ich sage, hey, Alter,
dann überleg dir mal, wo du hingehst. Ne? Ja, und das genau. ist, weil das Problem ist dann, wenn ich es als Veranstalter technischer Sicht sehe, ich als Veranstalter werde dann genauso anpotzt. Ja, genau. Und das ist für Ray von Snow, wenn da ein fetter Beitrag steht mit, da wird viel konsumiert und so weiter, dann ist das für das Zielpublikum eigentlich die beste Werbung. Dementsprechend, sobald du kleiner Lernfaktor, sobald du in den Medien drinnen bist, ist das Werbung. Ob das gut oder schlecht ist, es ist scheißegal. Aber im Sinne von Sex Positive, wenn ich sage, ich bin feministisch und so weiter unterwegs und dann gibt es so ein Techno-MeToo, dann sehe ich das aber eher gefährlich, muss ich sagen. Weil ich glaube, da scheiterst du als Veranstalter schnell einmal. Oder nicht scheitern, aber da fallst du schnell einmal drüber. Ja, es ist einfach halt, also ehrlich, ich muss wirklich sagen, ich bin 20 Jahre im Nachtgeschäft und natürlich, aber ich habe das einfach, und das war das, was ich an dieser elektronischen Musikszene immer so mögen habe, war, dass die Leute zwar zu sind, aber auf einem gewissen Niveau, wenn die wer anrempelt, dann entschuldigt, dass ich, auch wenn er doppelt so stark ist wie du und der umhauen kommt, entschuldigt, dass ich trotzdem, einfach weil er ist die aufgestiegen, der die haben, so wie sie das halt auch gehört eigentlich, weißt, und das war halt für mich immer so, ich bin dort reingegangen und da habe ich gemerkt, das ist alles irgendwie eins. Jeder ist auf einer Welt, es geht nicht um einen Fame oder um das, was du bist. Ich habe einen Freund, die kenne ich seit 20 Jahren und nach 20 Jahren habe ich erfahren, was der wirklich arbeitet, weil es uns 20 Jahre lang gar nicht interessiert hat, was er macht, verstehst du? Was ja auch ganz cool ist, wenn ich Leute kennenlerne und mich nur an der Meinung interessiert, aber es interessiert mich an der Background gar nicht. Es interessiert mich gar nicht, ob du Manager bist in irgendeinem Versicherungsunternehmen oder ob du Unternehmensberater bist oder ob du. Weil irgendwie macht es dich auch viel cooler, wenn ich es vielleicht nicht weiß und ich erfahre es erst 15 Jahre später, weißt du? Ja, oder gar nicht. Oder gar nicht. Also ich weiß vor einigen Freunden bei mir im Freundeskreis gar nicht, was die arbeiten. Und ehrlich gesagt, mich interessiert es ja nicht, weil, so wie du sagst, am Rave geht es letzten Endes nicht um einen Job. Und wir haben meine Freunde erzählt, die in den 90er, auf den ersten Raves quasi waren, wie das damals war in die Fabriken. Da ist wirklich der Typ mit dem Anzug tanzend da gestanden und rechts nebenbei ist der Mechaniker gestanden und die haben beide graved und es war scheißegal, ne? Ja, also ich finde einfach ein Thema, was man einfach mal aussprechen kann, weil nur mal, das ist so, was kann ich da als Beispiel bringen? Das ist so, wir bringen einen Kokainsüchtigen auf Urlaub nach Ibiza, verstehst? Wenn er wegkommen will, bringe ihn halt nicht dorthin. Und das ist halt dasselbe, wenn ich halt von sechs Positive Party gehe, weil ich gern vögeln möchte, dann darf ich mich nicht wundern, wenn man wer am Arsch hat. So einfach ist das für mich. Und das ist halt irgendwie, das passt halt für mich das eine nicht zum anderen. Und ich finde irgendwie schade, dass sich das zwischen Techno und Sex Positive so verwebt hat. Weil ganz ehrlich, die Techno-Partys waren schon immer Sex Positive. Weil es ist schon immer cool, wenn ein Mädel vor dir tanzt und sich cool bewegt. Und in der Techno-Szene habe ich nie das Gefühl gehabt, wie wenn rundherum lauter kleine Gaffer stängern und sie nicht trauen, dass das Mädel mit einem Niveau aussprechen, sondern wir haben das auch im Club nie gehabt. Also wir haben das nie gehabt, dass wir dort ungute Männergruppen drinnen gehabt hätten. Natürlich haben wir auch auf der Tier drauf geschaut. Wir haben halt große Männergruppen mit acht Männern allein angesoffen, haben wir einfach nicht reinlassen, weißt. Weil sie die Mädels dann vielleicht bedrängt fühlen. Aber es ist schon am Ende, wenn ich als Clubbetreiber schaue, dass die Mädels. Und die Mädels soll es ja nicht nur auf Sex-Positive-Partys gut gehen, sondern das Mädels soll es ja immer gut gehen und die sollen sich immer grundsätzlich wohlfühlen bei mir. Es ist so, wie ich mache eine Sex-Positive-Party und brauche lauter Awareness-Teams. Da gehe ich also davon aus, dass ich Leute da habe, die ich gar nicht in meinem Club haben möchte. Wieso brauche ich dann ein Awareness-Team? Wenn ich jeden nur Leute da mit Niveau, frage ich mich halt öfters, ob ich mich nicht selbst ein bisschen zu sehr thematisieren darf. Wir sind stehen geblieben bei der Entwicklung der Techno-Szene. Jawohl. und dem Thema Sex-Positive-Partys, da habe ich jetzt am Schluss gesagt gehabt, dass ich glaube, dass sie die Szene da schon ein bisschen verändert hat, weil das alles ein bisschen woke, ein bisschen feministischer geworden ist. Und dementsprechend möchte ich zu dem Thema kommen, strenge Türe und Kamera abkleben. Da hast du gerade zum Reden angefangen gehabt. Ne? Genau, wo halt du irgendwie gemeint hast, dass halt früher doch gewisse Sachen besser waren. Das stimmt natürlich. Es ist grundsätzlich, glaube ich, immer so, dass du der Jugend natürlich auch mit einer guten Zeit verbindest. Alles ist neu für dich. Ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal in meinem Leben auf die Nature One gefahren bin. Das war wahrscheinlich so, wie mit 6 Jahren das erste Mal am Wiener Prater war. Weißt, du bist da reingegangen und das war halt wie ein Vergnügungspark für Erwachsene.
ich habe gar nicht gewusst, wo ich als erstes hinschaue natürlich. Das ist halt, das erlebst zu der damaligen Zeit natürlich anders. Heute fahre ich auf Timebop oder heute fahre ich auf Nature One und kenne das natürlich schon alles und weiß ungefähr, was mir erwartet, was da vielleicht für dich auch spezieller macht. Ich möchte aber gar nicht sagen, es war zu einer Zeit einmal besser oder schlechter, weil ich sage das ehrlich, in den letzten 20 Jahren, glaube ich, habe ich gefühlt 10 Mal gehört, dass Techno jetzt am Ende ist. Und okay, so präsent, wie es heute ist, war es wahrscheinlich noch nie, obwohl es die Love Parade in der Form nicht mehr gibt, bis es einmal gegeben hat. Aber anscheinend schafft der Techno, so wie das auch der Rock oder Metal oder andere Musikrichtungen schaffen, sie da doch zu etablieren. Und Techno scheint hier zu sein, um zu bleiben. Also ich hab jetzt nicht die Angst, dass ich bis an mein Lebensende nicht mehr Techno machen konnte. Weil ich glaube, dass das eine sehr zeitlose Musik ist. Und ich glaube, dass auch, was mir an Techno immer extrem gefallen hat, war, dass die elektronische Musik an sich ja irgendwie ist wie eine Sprache, weißt? Egal, ob du das einem Afrikaner vorspielst oder ob du das am Chinesen vorspielst oder ob du das am Thailänder vorspielst. Es klingt für alle gleich, jeder versteht es gleich. Das ist eigentlich eine totaler universelle Sprache, die... Also wir sind ja jetzt ja in Thailand, das heißt Thai-Break, das machen auch meine Berliner Kollegen. Und dort kommen auch die Leute aus verschiedenen Nationen zusammen, Thailänder, dann Australier, weißt du, also jeder, der halt so in Thailand ist, kann nicht da auch dazukommen irgendwie. Und es ist schon irgendwie ganz cool, wenn du mit 100 Nationen, also wenn du mit 20 Nationen am Dancefloor stehst und das muss keiner sprechen, aber jeder versteht es ja am Ende halt irgendwie. Absolut, ja. Und absolut. Das ist für mich so ein richtiges Gefühl von Freiheit, ist irgendwie ohne Vorurteile in irgendwas reinzugehen, weil es hat jeder Mensch auf der Welt hat das Recht zu einer guten Party. Da kommen wir mal zu, ist ein gutes Stichwort, danke für die Brücke. Gute Party und jeder Mensch hat das irgendwo das Recht auf einer, wie soll ich sagen, auf einer Party zu sein und ein gutes Gefühl zu haben und eine gewisse Plattform zu haben. Und du hast ja mit Ray von Snow, mit Base Mountain und mit allen deinen Projekten, die du machst, gehst du der Frage nach, was gebe ich zurück, ne? Und ich glaube, das ist eine wesentliche Frage, die man sich in seinem Leben auch irgendwo stellen sollte. Ja, ich glaube, so die allerwichtigste Erkenntnis im Leben ist immer, wir sind alle ein bisschen gedrillt zum Erfolg, wir sind alle ein bisschen gedrillt zum Geld, wir sind alle ein bisschen gedrillt zum Sein, wie es unsere Gesellschaft gerne hätte. Am Ende, glaube ich, ist alles das, was wirklich einen Wert hat im Leben, finanziell nie aufwiegbar. Du kannst dir deine Gesundheit nicht erkaufen, du kannst dir deine Familie nicht erkaufen, du kannst dir deine Freunde nicht erkaufen. Du kannst reich sein, bist der reichste von alle deine Freunde und immer wenn du auf Urlaub fliegen möchtest, musst du deinen Freund einladen, dann weißt du aber gar nicht mehr, wo dein Freund ist, wenn er mitfliegt, wenn er einladen, weißt? Also du kommst in andere Probleme ein. Das heißt, in meinem Umfeld zum Beispiel war es immer so, allein erfolgreich werden ist immer scheiße. Weil du hast ja dann keinen, mit dem du dein Geld wieder ausgeben kannst. Das heißt, am Ende kehrt, und das ist auch ein Punkt, der mir eigentlich ganz wichtig ist, weil auch wenn man bei Ray von Snow, wenn es die zwei Gründer gibt aus Berlin, in Thomas und in Bob und auch mich in Österreich, dann sind da trotzdem noch viel mehr Leute daran beteiligt, die Ray von Snow zu dem machen, was Ray von Snow wirklich ist, als wir drei. Was? Absolut, ja. Das ist halt einfach gewachsen und ich, wie gesagt, ich habe da sehr, sehr viel gelernt von Thomas. Also der Thomas zum Beispiel konnte ja fast mein Papa sein. Und man sagt ja immer, oder ich habe früher auch immer wahrscheinlich, wie ich jünger war, immer gesagt, ja, was soll ich denn von einem 40-Jährigen in der Nacht was lernen? Und heute weiß ich lerne vom Thomas nur immer viel, obwohl ich heute sage, was will man der leicht überhaupt erklären mit. Aber diese gewisse Ruhe, diese gewisse Gelassenheit, also ich bin extrem dankbar zum Beispiel, dass ich von älteren Leuten lernen habe können, weil es schon immer so ist, wie das deine Eltern früher immer gesagt haben, man frisst die Weisheit nicht mit dem Löffel. Und du kannst entweder selber jede Wand einrennen oder du lernst halt von die dir ein Wissen weitergeben wollen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich der größte Reichtum, den du in deinem Leben wirklich erreichen kannst. Das ist, weißt, Geld kommt und geht. Wir haben schon viel Geld gehabt und wir haben schon wenig Geld gehabt. Aber das Wissen bleibt immer. Das bleibt.
Das kann da keiner mehr nehmen am Ende. Und alles, was du gelernt hast in deinem Leben und alles, was du mitnimmst von dieser Zeit, das kannst du irgendwann zum Kapital umwandeln. Und dieses Wissen, es ist viel mehr wert, als heute schnell 10.000 Euro irgendwo in Cash in meiner Hand zu haben, weil was ist, wenn morgen eine Geldentwertung kommt, dann bist du auch wieder ein Trottel. Also ich glaube, dass einfach diese Kontinuität und diese Erfahrung und diese Erfahrungswerte und dein gesamtes Umfeld, von dem du ja auch viel lernst, weil du bist immer so gut, wie dein Umfeld auch ist. Also wenn du von einem negativen Umfeld umgeben bist, tust du dir natürlich selbst schwer, dass du deine Positivität weitergibst. Von daher glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man halt mit positiven Menschen beieinander ist. Und ehrlich, mir haben auch voll viele Leute in meinem Leben bereichert, die nur für künstlerische Sicht aufs Leben haben wie ich. Weil jeder Blickwinkel hat seine Berechtigung. Absolut. Es ist so, wenn man deine Figur von außen betrachtet, würde man so der erste Eindruck, der Tausendsasser, der macht, der hat einen Club in Linz, dann hat das Raven Snow, dann macht er das, dann macht er das, dann macht er das. Man sieht aber dann letzten Endes nicht wirklich den Menschen, der dahinter steckt, der so Werte mitträgt, so wie du jetzt gerade eben gesagt hast, einerseits Glück im Leben zu haben, gewisse Leute kennenzulernen, überhaupt einmal so auf die Welt zu kommen, dass ich sage, okay, ja passt, ich habe schon gewisse Rahmenbedingungen, in denen ich mich bewegen kann. Dann habe ich zusätzlich das Glück, auf ein Festival zu fahren, die Typen dann zufällig kennenzulernen, dort sie reinzutigern und dann dort mit denen zu arbeiten und durch die Kontinuität und den Wissensdurst, den du letzten Endes auch irgendwo hast, ständig lernen zu wollen, dann irgendwann einmal mit 40 dann ernten zu können. Genau. Und nicht die Erwartungshaltung zu haben, ich fange jetzt an und bin in 2 Jahren Superstar. Ne? Und dann aber vielleicht auch zu wissen, dass du auch von 40 weg das ganze Geld, was du verdienst, kannst du am Ende nie mitnehmen in dein Grab. Es wird dir immer ein bisschen Sicherheit geben und es macht vielleicht dein Leben komfortabler, aber nur mal alles, was wirklich einen Wert hat im Leben, kannst du nicht kaufen. Du kannst einfach 10 Millionen Euro haben, aber du hast trotzdem keine richtigen Freunde. Du kannst eine Scheißfamilie haben und die kannst mit Geld wahrscheinlich auch nicht besser machen. Weißt? Also am Ende habe ich schon immer gemerkt, Geld kommt und geht, aber so die essentiellen Geschichten wie eine Freundin, wie eine Familie, wie gewisse Freunde, mit denen ich über Themen reden kann, die mir vielleicht auch sentimental darstellen werden. Aber wie soll ich sagen, no business is like show business, trifft es für mich heute am allerbesten, weil nur weil ich heute 3 glückliche Fotos auf Instagram poste, hast du so lange nicht, dass ich glücklich bin. Und das muss ja, glaube ich, jeder selbst vor Augen führen, dass das, was da auf Instagram gesagt wird, immer nur das 1% vom besten Teil des Lebens sind, das da derjenige sagt. Und die restlichen 99% siehst du nicht und dort sind wahrscheinlich viele Parts dabei, wo es einer wahrscheinlich um kein Date besser geht wie dir, weil wenn ein Familienmitglied stirbt oder der Haustier stirbt oder es ist ganz egal, da bist du auch als Superstar vor nichts geschont, verstehst du? Also, absolut, ja. Du kannst ein Superstar sein, aber wenn der Coach stirbt, drehst du trotzdem 4 Wochen und das ist einfach so, wie es ist. Und das erinnert dich dann vielleicht auch wieder. Und darum sage ich ja halt öfters, also, es ist glaube ich auch so, dass wenn du als Künstler gehypt wirst, dann geht das ja sehr schnell in der heutigen Zeit und dann ist sicher auch vernünftiger, du bist vielleicht 40 und kannst mit der Situation besser umgehen, als du bist ganz nervös, weil die Universal Music anruft. Ja, genau. Ja, ich sehe zum Beispiel die sozialen Medien so und dadurch, dass ich in meiner vorberuflichen Karriere viel mit Werbeagenturen und so weiter gearbeitet habe, sehe ich das ein bisschen anders, als so wie du es gerade dargestellt hast, dass es viele Leute gibt, die das 1% auch bewusst darstellen wollen, um sich in einer Art und Weise darzustellen. Sondern ist sich es tatsächlich lediglich als Werbetool und da wurscht, wie ob das jetzt Insta, Facebook oder was auch immer ist. Ne? Ich will bewusst kein Bild zeichnen, wo ich saugeil dastehe, sondern einfach News und so ein bisschen das Portfolio sozusagen im Gesamten aufbauen. Falls jemand wissen will, was macht der Andrew, okay, ja passt. Kannst auf Insta gehen, kannst auf YouTube gehen, kannst den Podcast anschauen, kannst dir die Mucke anhören und kriegst letzten Endes dann das Bild, was du auch haben sollst, nämlich vom Künstler selber. Und der Private, das darf schon geschützt werden, finde ich. Und das ist aber eine sehr, sehr arge Gratwanderung von, du arbeitest in der Öffentlichkeit
und du bist dann trotzdem irgendwo dann Privatperson. Ne? Da verstehe ich Leute, die ja Masken aufsetzen, aber letzten Endes... Eben, also es war jetzt ein interessanter Umschwenk, weil du hast natürlich ja vollkommen recht. Die Masken schützt dich vielleicht, deine Identität und schützt dich auch vor dieser ganzen... Das ist ein sehr interessanter Ansatz auf jeden Fall. Also ich möchte gar keine Antwort drüber geben, weil ich muss zuerst einmal drüber nachdenken, befürchte. Aber der Ansatz lässt natürlich dieser Künstler, über die ich vorher gerade geschimpft habe, mit Maske natürlich in einem anderen Licht darstellen, das muss man ganz ehrlich sagen. Und vielleicht reden wir in ein paar Jahren nochmal, dann sage ich da, wie ich drüber denke. Ja, weißt du, es gibt so die Idee von Kunstfiguren, da habe ich in einem anderen Podcast einmal drüber gesprochen, wie das ein Schauspieler zum Beispiel sieht, der halt eine Kunstfigur ständig darstellt, ne? Und dann gibt es auch Leute, die sich bewusst eine Kunstfigur geben, ne? Weil Andrew Anders ist ja irgendwo ein Künstlername, so wie Padre El Farenzo. Ich glaube, dass das allein schon irgendwo so ein bisschen abgrenzt von meinem persönlichen Ich. Und je mehr Foundation ich habe im Sinne einer Freundin, von einem Haustier und von einem guten Umfeld, was mich stärkt, desto realistischer kann ich auch dementsprechend mit Erfolg auch umgehen. Und das erdet mich auch, gibt mir dann auch irgendwo eine Kontinuität. Ne? Also mir persönlich. Definitiv. Finde ich auch einen guten Weg, wie du es auch gehst. Und das finde ich, glaube ich, auch das Wichtigste, gerade auch, wenn du heutzutage Künstler werden willst und 20 bist und glaubst, du kannst jetzt sofort durch die Decken gehen. Wie du damit umgehst, wenn das nicht so ist. Weil natürlich diese Glaube macht sehr schnell wieder zu. Mhm. Aber es ist halt alles sehr auf Äußerlichkeiten im Moment beschränkt, das eigentlich ja sehr schade ist. Mhm. Auf der anderen Seite, ich habe zum Beispiel Freunde, die sagen, mich nervt Facebook so, weil ich sehe nur Hard-Techno-Veranstaltungen und sage, ja, dann blockierst du doch einfach. Weißt, das ist das, was ich wieder cool finde an Social Media, weil wenn mich dieser Hard-Techno nervt, okay, bei jedem Video einfach auf nicht mehr folgen, habe ich es auch nicht mehr in meiner Timeline. Das heißt, ich kann ja selber entscheiden, was ich mir ausschaue und was ich mir nicht ausschaue. Ich muss mir ja nicht ständig das einspülen lassen, auf das ich keinen Bock habe. Weil wenn es mich nervt, dann nervt es mich, dann tue ich es weg. Also ich war jetzt lang Follower von Kleinkünstlern und von alle, aber ich kann es halt mittlerweile einfach nicht mehr hören, weil ich alles gleich erhorcht, bin ich halt nicht mehr Follower. Ne? Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht mit ihm kommunizieren darf, weil ich meine, der war mit uns immer ein Tiebreak und er ist ein extremer cooler Typ und Riesenrespekt vor dem, was er im Moment bewegt und in was für Richtung das geht. Und ich bin mir auch sicher, dass den Typen auch in 20 Jahren noch immer gibt und macht er wieder was ganz anderes. Weil ich kenne ihn halt als Person auch. Wie gesagt, also nicht alles ist schlecht und ich möchte auch eins nochmal dazu sagen, jeder, der in der elektronischen Musikszene was macht, das ist ganz egal, ob das ein EDM-Festival ist, ob das Dubstep-Festival ist oder Drum-and-Bass-Festival ist, alles bereichert unsere Szene. Es ist 100-mal gescheiter, sie gängen auf ein Electric Love Festival, als sie gängen auf ein Nova Rock. Und das muss jedem bewusst sein, weil früher sind alle aufs Nova Rock und aufs Frequency gerannt und dort dauert ist der Weg viel länger, bis das eine coole Musik kochen. Und cool ist immer Auslegungsgeschichte, ja. Aber was, wir machen ja selbst auch, in Solbach machen wir ja auch dieses Bergfestival, das ist eine Woche vor Rave on Snow, das werden viele nicht wissen. Da haben wir halt so Bands wie Bilderbuch und SDP und Riesenbands eigentlich. Okay, wir sind alle immer nichts. Habe ich auch nicht gewusst. Ja, also wir nutzen dort im Prinzip so dieselbe Struktur vom Rave and Snow Festival. Okay. Also die Hauptbühne am Dorfplatz zum Beispiel und die Clubs und auch oben am Schattberg. Das nutzen wir eigentlich alles an Infrastruktur und ist eine Woche vor Rave and Snow immer, also immer am 2. Dezemberwochenende ist immer ein Bergfestival, am 3. ist Rave and Snow. Mhm. Wir veranstalten das auch selbst, aber es ist nichts, wo ich am Freitag auf die Nacht heimgehe und sage, oh, das war einfach so geil. Weil immer dann, wenn es geil wird, dann baut die Band wieder um, vergeht wieder 3/4 Stunde, sind wieder alle weg vom Platz, dann fängt die nächste Band an, dann sind wieder nur 1000 Leute am Platz, bis dass die Band fertig ist, sind wieder 3000 da, dann müssen sie wieder umbauen, eine 3/4 Stunde. Dann habe ich ein Glasverbot, weil die Leute schießen irgendwie Becher auf die Bühne und das... Da stehst du irgendwie dort der Techno-Veranstalt, die denkst du, das ist gleich alle verkehrt, Alter. Weil wenn bei uns irgendwer eine Flaschel auf den DJ schießen da und der Hund hat einen Treffen, da tanzt er einen Umbringer. Ja. Aber jetzt ist ganz normal in der Rockszene, dass da irgendwo mal Becher aufgefliegt oder dass da irgendwo, und das ist halt dann schon so, das merkst du halt, da wo halt der Raver irgendwie vom Schattberg runterkommt um 6 am Abend und nur 4 Stunden am Dorfplatz ist, steht er halt um 10 am Abend an der Bahn, da steht noch 10 Jägermeister, da ist halt der Rocker schon fertig mit der Welt, ne?
Es ist, ja, das Aggressionspotenzial. Nein, Aggression, ein, also ich möchte gar nicht sagen, mein Bergsteller mag gar keine Aggressionen, das muss ich schon auch dazu sagen, aber ja. Es ist einfach eine andere Feiermentalität als die Rave-Kultur. Das stimmt, ja, das stimmt. Der Raver genießt seinen Rausch, ja. Der Rocker schläft dann halt aus. Ja, das stimmt. So kommt man den Punkt bringen vielleicht. Stimmt. Ja, ich hab mal so gewagt, den Vergleich zu ziehen. Früher war es Rock, jetzt ist es Techno. Wie würdest du das sagen? Für mich ist ja schwer zu beurteilen, für mich war es halt immer Techno, gell? Also ich war ja da, ich sage immer, ich bin ein Musik-Nazi halt auch irgendwie, weil so richtig abseits habe ich dann eigentlich nie geschaut, wenn ich ehrlich bin. Ich war da immer ein bisschen gefangen in meiner eigenen Bubble. Was vielleicht auch nicht immer gut ist. Also ich kenne sehr wenige Nummer, was man Nummer von AC/DC vorspielt, konnte ich da wahrscheinlich nicht mehr sagen, was von AC/DC ist. Okay. Also es ist wirklich so, dass ich so weit weg bin von der Musik und mich immer so intensiv mit der elektronischen Musik eigentlich auseinandergesetzt habe, weil die ja auch so vielfältig ist. Mhm. Dafür kenne ich mich dort heraus. Also ist jetzt, nur weil ich heute sage, ich höre nur Techno, heißt halt, dass ich mich nicht dazwischen habe, Paul von Dückset auch höre. Einfach, weil mir der Name Paul von Dück gereicht hat und denke ich mir, nach 15 Jahren musste ich mir doch einmal eine Chance geben, dass der Set auch hört. Und das hat auch seine Berechtigung, weißt du? Also ich finde, das hat alles irgendwie am Ende seine Berechtigung. Also ich finde, dass im heutigen Podcast jemand da sitzt, der grundsätzlich schon sehr, sehr offen ist. Das Bemerkenswerteste ist aber, was mir aufgefallen ist, die Selbstbestimmtheit. Dass du sagst, du, wenn dir das nicht taugt, mach den anderen nicht schlecht, sondern du entfolge ihm oder blockierst oder was auch immer, aber beschäftig dich dann. Was hältst du denn auf? Wie so ein Hätten und eine negative Energie. Also ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was man den Leuten heutzutage mitgeben muss auf dem Weg, ist, das Internet ist so lang cool, solange alle cool sind zueinander. Und sobald das nicht mehr der Fall ist, ist es uncool. Das heißt, folg dem, was dich inspiriert und was dich vorwärts bringt und entfolg dem, was dich nervt und was dich nicht interessiert, weil du hast früher im Fernsehen gar nicht die Möglichkeit gehabt, dass du bestimmst, was du ausschaust heute. Aber ist nicht nur im Internet so, ne? Also es ist auch genau. So, wie du das gesagt, zuerst gesagt hast, ein sauberes Umfeld um sich zu haben, ist mitunter sehr wichtig für dein eigenes Mental Health, aber wenn man es jetzt auf die Musikkarriere auch bezieht, wahnsinnig wichtig, ne? Negatives Umfeld. Also ehrlich, was für mich ganz krass war, war Corona. Vielleicht auch ein interessantes Thema, über das man ja auch nicht immer redet, weil ja jeder ungern im Nachhinein über Corona redet und wir haben es ja da öfters auch irgendwie als Verschwörungstheoretiker angestempelt, nur weil ich gesagt habe, ich lasse mich nicht impfen, weil ich muss mich nicht impfen, ich bin einfach selbstständig, fickt euch. Wenn ihr mich buchen wollt und ich muss geimpft sein, dann spüre ich einfach nicht bei euch. Fickt euch, weil ich bin selbstständig und ich kann machen, was ich will. Und es ist meine Entscheidung, es ist mein Körper. Und sobald du sagst, dass ich impfen gehen muss, bist du für mich einfach ein Nazi-Punkt. Und ehrlich, das ist jetzt auch zu krass ausgedrückt vielleicht. Aber ist ja, für mich war das sehr krass, weißt, dass du mit einer so einer Lappalie, weil ich habe ja mein ganzes Leben lang gelernt, wenn ich mich impfe, dann schütze ich mich. Ich schütze mich selber. Bis dass die Politik hergegangen ist und uns erklärt hat, dass wir uns durch unsere Impfung andere Leute schützen, was ja Bullshit ist. Das war ja nicht logisch erklärbar und ist auch heute noch nicht. Und auch heute, ich habe voll viel Freunde, also wahrscheinlich von meinen 10 engsten Freunden sind 9 wahrscheinlich geimpft. Also ich glaube, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das nicht ist. Und mit den wenigsten kannst du am Ende so richtig reflektiert drüber sprechen. Aber das eigentlich ein reines Nazi-Denken war, dass ich heute sage, Alter, du kannst auf die Party gehen, weil du geimpft bist und ich kann nicht auf die Party gehen, weil ich nicht geimpft bin, ist ja um keinen Zeit besser, als ich sage, du bist Deutscher, du darfst eine, du bist Jude, du darfst nicht eine. Arg überbrochen natürlich. Aber dass eine Gesellschaft nach 1945 überhaupt wieder in so einen Wahn einfallen kann, ist für mich so ein Armutszeugnis gewesen, dass ich mir, und wirklich, wir waren auch untereinander auch öfters, natürlich, meine Geschäftspartner sind öder wie ich, die waren eher in dem Alter, ich habe halt einfach nachgelesen und habe gesehen, es gibt keine Todesfälle unter 40, dann war es für mich einfach irrelevant, dass ich mich impfen lasse, verstehst? Meiner Mutter habe ich es aber nicht ausgeredet, weil meine Mutter war in dem Alter, wo es halt mehr Todesfälle gegeben hat, dass ich gesagt habe, na, geh lieber impfen, Mama, bevor es, also ich möchte meine Mutter nicht verlieren, ne? Also ich bin jetzt klar, der total gegen die Impfung ist, ich bin nur gegen eine Impfung,
solange ich halt nicht weiß, was es halt so wirklich ist. Und am Ende, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben ja eh alle gemerkt, dass irgendwie ein bisschen eine Überreaktion der Gesellschaft war im Gesamten. Aber da siehst du auch, wie schnell, dass man wieder reinfallen kann in so einen Nonsens einfach. Und dann haben halt wir auch bei Rave on Snow einmal diskutiert, machen wir Rave on Snow in dieser zwischen den ersten Sommer, der funktioniert hat, und den ersten Winter, der wieder angefangen hat, machen wir Rave on Snow oder nicht. Und ich bin einfach ganz ehrlich, ich bin draußen. Wenn ihr Rave on Snow machen wollt, wo ihr unterscheiden wollt zwischen geimpfte und ungeimpfte Personen, dann bin ich draußen, weil ihr brecht euch ein Festival selbst ober auf 3000 Leute statt 6, weil die großen Partys feiert am Ende gemeinsam. Und wenn es nur 30% sind, die nicht geimpft sind, fällen sie uns dann eigentlich trotzdem. Mhm. Das sind aber Freunde, die wir dann vermissen an dem Wochenende. Das sind Freunde, die wir die letzten 15 Jahre da gehabt haben, und heute stehe ich dann stolz in Solbach und sage, es ist alles super geil, aber meine besten Freunde sind da, weil sie nicht geimpft sind oder was. Nein. Aber ich soll kontrollieren, ob die Leute dreimal geimpft sind, aber es ist mir wurscht, wenn sie sich 6 Ecstasy reinhauen oder was am Dancefloor. Ich meine, das ist also für mich einfach nicht zusammen. Also, das ist was einfach nicht zusammenpasst irgendwie. Ich kann nicht auf der einen Seite einer die Plattform zu bieten, dass sie einer Gesundheit verderben, auf der anderen Seite aber so da, wenn ich der größte Gesundheitsfanatiker war, auf der Welt, den es nur gibt. Das Nachgeschäft nicht gesund ist, wissen wir eh. Das ist ja kein Geheimnis, nicht, ne? Das ist ja dieses Zerrbild, was durch die Medien erzeugt wird. Ne? Allein, wenn du da die Politiker-Bubble anschaust, was für ein Slang und wie im Gesamten geframed und geredet ja, wird. Ne? Geframed trifft es am besten. Also. Und hat dann letzten aber das ist super. Ist vielleicht zu radikal ausgedrückt, aber ich möchte es bewusst überspitzt ausdrücken, weil ich finde, dass das Thema nur immer für das, wie die gesamte Clubszene und wirklich. In Deutschland war das nur viel ärger, weil in Deutschland haben ja die ganzen Clubs waren ja auf einmal Impfzentren. Ich verstehe auf der einen Seite, finanziell zu überleben und schauen, dass was macht, aber nur mal zuerst die Leute alle impfen, aber sie dann einlassen und einer 6-6 in einen Körper reinduschen lassen, ist halt einfach nicht moralisch. Verstehst du? Das ist einfach nicht moralisch. Ja, ja. Auf der einen Seite nicht da wie ein Moralapostel und auf der anderen Seite bitte den Plattform, dass er deine Gesundheit zerstört. Und nur mal keiner zerstört sich irgendwas, wenn er es halbwegs vernünftig macht. Ich sage immer, alles mit Maß und Ziel. Und das ist beim Impfen auch so. Hätte eine Impfung gereicht, hätte ich mir es auch geben lassen, aber hat die vierte nicht gereicht. Da habe ich mir gedacht, dann lasse ich die erste auch gleich bleiben. Ja, ich habe mich in Selbstquarantäne begeben. war ich 12 Wochen auf einem Berg auf 1400 Meter. Super. Alleine. Super. Hab dementsprechend auch die Impfung nicht gekriegt, habe mich aber dem ganzen Thema ehrlich gesagt überhaupt nicht hingegeben. Sondern das ist das Allerbeste, was da kann. Eicher spült das mit, ich mache es nicht. Und ich finde, dass es, wenn ich es jetzt als Künstler runterbrich, ich finde, dass wir schon alle irgendwie anarchistisch unterwegs sind und dass die Kunst schon auch dienen kann, gewisse Sachen aufzuzeigen. Deswegen finde ich es auch gut, du bist der Erste im Podcast, der darüber spricht. Ne? Und ich finde es auch gut, dass es jemand mit so einer Radikalität nämlich anspricht. Und ich kann das auch sagen, bis jetzt, und ich glaube, dass nach dem, was ich jetzt gesagt habe, die Meinung sich nicht ändert wird, dass da ein sehr freier und selbstbestimmter Mensch da sitzt, ne? Und der weder links nur rechts einkategorisiert werden kann, beziehungsweise wenn überhaupt einkategorisiert werden kann. Ich freue natürlich, dass du das sagst, genau so ist es auch wirklich, weil ich finde halt, am Ende ist das linke Lager genauso verrückt wie das rechte, weil sie dann alle irgendwie fanatisch. Und am Ende geht es immer um die Mitte, glaube ich. Die Mitte, das ist für uns alle wichtig, dass wir die gehalten. Es ist für uns nur mal, ich bin selbst eigentlich Ausländer, weißt du? Ich bin selbst halber der Ungar. Mhm. Aber das heißt, ich konnte gar nie was sagen gegen Ausländer. Ich finde es aber auch nicht in Ordnung, wenn es alle zureisen lasse, aber sie nicht integrieren kann. Und da kommt so ein gewisser Punkt, einfach, wo ich mir halt einfach denke, alle sagen Zuwanderung, 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 aber keiner kümmert sich darum, dass der Zuwanderer auch gleich arbeiten darf. Wieso lass ich es? Verstehst du? Also das heißt, du züchtest da ja an Menschen, wenn ich nach Österreich kommen lasse und ich gebe mir ein paar hundert Euro, mit dem er genau nicht auskommt, dass er seine Kinder ernährt. Und ich gehe von mir aus, ich habe gar keine Kinder, aber hätte ich zwei und die hätten einen Hunger, dann würde ich, egal was, schauen, dass meine Kinder was zum Essen haben. Das heißt, du kannst die Menschen ja nicht einmal besser, wenn es egal welche kriminelle Geschichte machen, um einer Familie zu ernähren, sondern das ist das Normalste auf der scheiß Welt. Eigentlich müsst ihr sich in der Stadt drum kümmern, verstehst? Ja. Und da finde ich eher das Problem. Ich finde, das Problem sind nicht die Ausländer, sondern das Problem ist dann eher unser Nazi-Gehabe, sie zu integrieren.
Ich kann immer sagen, ich bin der große Hört, aber am Ende, glaube ich, ist halt die Integration einfach auch wichtig, damit die Leute in der Gesellschaft halt auch teilnehmen lassen. Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe iranische Freunde, ich habe türkische Freunde, ich habe kurdische Freunde, ich habe ukrainische Freunde, russische Freunde. Und die Jungs sitzen alle gemeinsam auf einer Couch, der Ukrainer, also ich habe einen Freund, von dem ist die Frau Russin und ihr bester Freund ist Ukrainer und beide sind geflüchtet, also sie ist gekommen, weil sie am geheiratet hat und der andere ist dann geflüchtet aus der Ukraine und wirklich, der Krieg ist gerade ausgebrochen und ich sitze mit denen alle auf der Couch und das ist gar kein Problem, verstehst du? Mhm. Ich glaube, dass es in breiten Teilen der Gesellschaft und so viel Courage und so viel Respekt und Wertschätzung, glaube ich, gebe ich der Gesellschaft schon im Gesamten, dass der Großteil schon so denkt, so wie du. Definitiv spricht es halt vielleicht einfach nicht aus, weil es halt nicht kompatibel ist. Die schweigende Masse halt, ne? Ja, und die ist wahr gefährlich. Die ist auch gefährlich. Die kann, wenn sie zu lange schweigt, kann es auch zu gefährlich sein. Ich habe da mit meiner Freundin nochmal drüber geredet, dass so die Frage stellt, warum Gesellschaften gescheitert sind, egal ob sie Römer, die Griechen oder wer immer war. Und ich glaube, dass sie letzten Endes immer an sich selbst gescheitert sind. Und ich glaube, dass dieses Projekt Gesellschaft jetzt gerade, egal wie es das nennt, Westen, Osten oder wie auch immer, jetzt gerade dabei ist, an sich selbst zu scheitern. Weil wir uns über Probleme unterhalten, die eigentlich keine Probleme sind. Oh, ja. So, das Thema Wokeness, jetzt werde ich auch mal ein bisschen kontrovers, ne? Das Thema Wokeness ist halt das, glaube ich, es ist sehr leicht zu sagen aus einer komfortablen Situation, außer ja, think positive. Ne? Wenn du aber jetzt gerade um dein Leben laufen musst, weil irgendwas hinter dir her ist, dann positiv zu denken, bringt da halt in dem Moment relativ wenig. Ne? Also das Problem, also wie soll ich das erklären? Also ich bin ja mit meiner Frau schon lange zusammen, wir haben uns bewusst bis jetzt nur immer gegen Kinder entschieden. Einfach weil ich gar nicht weiß, was meine Kinder erwarten dann in 20 Jahren von heute weg. Weil ich mich öfters halt selber frage, wie Corona entstanden ist. Das hättest du ja ein Jahr vorher nie vorstellen können, dass die ganze Welt auf einmal daheim bleibt. Keiner weiß, wie es weitergeht und keiner weiß, was passiert. Und das heißt, die Frage ist, ob nicht wir schon so verwöhnt sind, in einer Welt geboren zu sein, wo schon alles steht und alles schon super ist und sich nicht die nächste Generation das auch wieder mutwillig gemeinsam wieder zerstört in irgendeiner Art und Weise. Was natürlich ein Riesenfehler war und wo man eigentlich nicht drüber nachdenken darf, aber so unmittelbar vielleicht so passieren wird. Auf der anderen Seite frage ich mich, warum die Schüler in Linz nur immer auf dieselben Schulsesseln sitzen, wie ich damals gesessen bin, sie aber auch hunderte Milliarden für irgendwelche Kriege überall haben, verstehst? Also, das ist halt so, das ist ein schwarzes Thema. Und muss ich auch ehrlich sagen, genau deswegen machen wir auch Partys und deswegen glaube ich auch, dass wir mit unseren Partys total krisensicher sind, weil umso krisenreicher das ist, umso mehr Bock haben die Leute das abschalten und in eine eigene Welt eintauchen. Und genau für das machen wir es eigentlich auch, damit du alle deine Probleme, du halt ein Problem hast mit deiner Freundin oder mit einem Freund oder ob du sollst alles Schlechte vergessen und alles Gute mitnehmen für die paar Stunden, die da zur Verfügung stehen am Wochenende und die sollst so gut wie möglich nutzen. Und wenn ich heute zurückdenke, und das klingt öfters auch rabiat natürlich, aber wenn ich heute zurückdenke und alle meine zuren Momente in meinem Leben, wo ich behaupte, dass ich Spaß gehabt habe, wegzöhe in meinem gesamten Leben, dann bleiben gar nicht so viele coole Momente übrig. Ich bin ja Realist vielleicht bin ich da Realist und stehe einfach dazu, dass ich auch gern hin und wieder mal einfach über die Stränge schlage und irgendwo mich lost in time fühle, einfach weil es halt einfach auch das Schönste auf der Welt ist, wenn ich halt nicht der Getriebene von mir selbst bin. Let go halt, ne? Ja, genau. Und ich glaube, um diese Momente soll es am Ende halt auch irgendwie gehen und deswegen Ziel ist auch so, dass jeder, der in der elektronischen Musikszene, egal was er immer versucht zum Schaffen, ob es Musik ist, ob er einen Club macht oder ob er alles verdient Respekt und alles gehört eigentlich, es ist eigentlich so, dass viel mehr zusammengehalten gehört, als das öfters der Fall ist, weil das Nachgeschäft ist eines der schönsten Dinge der Welt. That's a word. Ich hätte gesagt, wir fassen schon langsam einmal zusammen. Wir sind jetzt knapp bei einer Stunde 20. Ich habe gesagt, 10 Minuten geben wir uns nur einmal. Ich fasse es aber ganz kurz nochmal zusammen, was wir bis jetzt alles gesprochen haben, weil es war extrem viel. Es war extrem spannend. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist,
Dass es nicht wirklich so, also was ich für mich herausgefunden habe, war, dass es nicht so wirklich ein Rezept gibt beim Approachen von Festivals, ne? Außer sich sichtbar zu machen als Künstler. Ne? Wenn ich irgendwo spielen will, macht es eher Sinn, mich dort blicken zu lassen oder so, wie es du gemacht hast mit dem Rave und Snow, hey, hinschreiben, hey, geiles Festival, ich war dort bei euch, hat mir voll taugt und wirklich mitarbeiten bei den Sachen. So kommst eher in den Genuss, bei Festivals spielen zu können, vielleicht in gewisse Netzwerke eintreten zu können, alles drauf zu spekulieren, ich schreibe einmal 20 Mails an verschiedene Labels in der Hoffnung, dass mich irgendwann's nimmt. Also ich glaube, am besten zusammenfassend ist so, dass Künstler sein ist auch arbeiten. Und ja. Ich glaube, das muss alle bewusst sein, dass hinter jeder Arbeit, und ich habe mir damals gedacht, wie ich 18 war, habe ich mir gedacht, ich mache mich selbstständig, gell? Ich war im Reisebüro Lehrling und habe dann das dritte Lehrjahr von der Lehrzeit noch angeschlossen, aber bei der Lehrabschlussprüfung habe ich schon ein Festl gemacht und war bei der Lehrabschlussprüfung, die erste Frage war schon so geschissen, dass ich schon keine Antwort gewusst habe, und bei der zweiten, die hat es mir auch noch gestellt, habe ich gesagt, wissen Sie was, decken Sie sich einen Abschluss in den Arsch. Sag ich, mich interessiert sowieso nicht, ich mache was anderes und bin aufgestanden und gegangen. Und ich kann mich noch erinnern, die Dame ist mir noch nachgerannt am Gang, weil ich jetzt dachte, der junge 18-jähriger Bub, dann muss jetzt sofort einfangen, weil der verbirgt sein ganzes Leben, und dann ist man nachgegangen und hat mir nochmal ins Gewissen geht, und ich habe dann zu ihr gesagt, für mich ist das Geschäft so und so nix. Ist nicht meine Partie. Und ich war mir zu dem Moment auch sicher, dass ich meinen Lehrabschluss nie brauche, und ich habe ihn bis heute auch nie gebraucht, weißt? Und das war irgendwie auch so, du bist halt deinem Bauchgefühl irgendwie gefolgt und war vielleicht kleiner gewesen, ich war dort geblieben, aber heute noch rückblickend, doch, das ist halt einfach so, wir glauben ja öfters, wir sind unsterblich und wir leben ewig, und am Ende sind wir halt immer nur so ein ganz kleiner Punkt in der Geschichte, weißt, weil da kommt halt noch viel nach uns wahrscheinlich und auch noch viel vor uns. Mhm. Und in Wahrheit ist öfters, man darf sich, glaube ich, selbst einfach nicht so wichtig nehmen. Wichtig ist, dass man sich selbst wichtig ist. Glaube ich. Das ist so eine Erkenntnis dazu. Und zum Veranstalten grundsätzlich kann ich eins nur sagen, irgendwie, dass wir halt einfach gemerkt haben, dass sehr gut ist, dein Festival-Brand nicht an deine Headliner festzumachen, sondern deine Headliner hinter deiner Eventmarke zu verstecken. Und die Frage ist, wie geht's weiter mit diesem ganzen Hype? Weil ganz ehrlich, Rave und Snow, zwar fettes Line-Up, wir haben 200 Künstler, aber wenn ich mir heute Tomorrowland anschaue, wirkt unser Line-Up natürlich irgendwie schmächtig. Ja. Ist auch die Frage, ob man sich nicht irgendwann einmal traut, Rave und Snow zu promoten und gar kein Line-Up bekannt zu geben. Was? Weil die Leute einfach wissen, Alter, das kann ich ja nicht, seit 30 Jahren wegen Sand vertrauen, jetzt kündigen sie kein Line-Up an, werde ich ihnen auch vertrauen können, sandmäßig. Wahrscheinlich. Dann kann ich meine Gäste aber vielleicht ein ganz anderes Line-Up bieten, weil ich sage, weißt du was, Marco Carola, du stehst gar nicht am Flyer, du stehst nur am Timetable. Finde aber vielleicht auch cool, der Marco Carola, verstehst du? Das kennt er, diesen Ansatz kennt er vielleicht auch gar nicht. Und das macht für mich auch wieder total reizbar. Über das hätten wir in 10 Jahren nicht diskutiert wahrscheinlich, wenn wir gesagt haben, oder du bist geschossen, oder. Und heute denke ich da irgendwie anders drüber, weil ich mir irgendwie denke, aufgrund dieser gesamten Name-Dropping-Geschichten, die ständig passieren, ist vielleicht auch cool, wenn ich nur einen Festival-Namen drop. Und es gibt echt Festivals, die haben das so auch schon gemacht, und das ist vielleicht auch cool, weil da kannst du ganz neue Sachen kennenlernen, die du vielleicht sonst nie angebracht hättest. Und ist für mich und für wahrscheinlich auch meine Geschäftspartner in Deutschland heute vielleicht noch nicht denkbar, aber vielleicht ist das ein Weg, der in 5 Jahren zum Ergebnis führt, wo man sagt, man tut dort gar nicht mehr mit und schaut, dass man die Besucher hinter sich stehen hat, die sagen, Alter, das habe ich sowieso immer geile Musik gehört, werde ich jetzt auch geile Musik kochen, egal ob uns wenn Fett angekündigt haben oder nicht. Also ich finde es ein super Message, nämlich das Line-Up hinter den Namen des Festivals zu stellen. Und nicht davor, weil das gibt dem ganzen Veranstaltungswesen einen ganz anderen Touch, weil du verkaufst dann nämlich, beziehungsweise du bietest dann nämlich wirklich auch irgendwo Experience, und sonst genau. Verkaufst du eigentlich nur den Namen. Name-Dropping. Macht es aber vielleicht dann auch für Künstler, die gar nicht so einen großen Namen haben, auch total interessant. Und ich sehe es halt wirklich so, wenn halt Kölsch, ich sage jetzt nur irgendein Beispiel, ich nenne irgendeinen Namen, gell? Ja.
lass Mumbutika sein, Kölsch, whatever. Wenn dort der Eck davor nicht passt, dann kann Kölsch gar nicht anrahmen. Darum ist das für mich, oder auch für alle, glaube ich, die das Festival Ravens nur machen, die Gesamtprogrammierung des Festivals, die dann diese Highlights am Ende schafft, die dann bei den Leuten in die Köpfe bleiben. Und das ist ja auch das Geile, nicht jedem bleibt das Highlight am Schattberg im Kopf, sondern jeder hat seine eigenen Highlights. Und das ist ja auch cool. Festival of Highlights. Und das mag für den einen nur in dem Club sein, wo 100 Leute gerade drinnen stecken, aber sind halt die 100 richtigen benannt und für den anderen ist es vielleicht ein Open-Air-Event. Ich glaube, das ist ja auch das Schönste, wenn am Ende nicht jeder heim von uns sagt, der eine Moment war der geilste oder vom ganzen Feld. Ja. Und alle anderen ärgern sich, dass dann der einen Moment nicht dabei war. So. Ja, ich habe zum Beispiel einen Moment, kann ich dazu hin von einem Festival, Sonne, Mond, Sterne. Fünf Tage gefeiert, Sonntag, wie spät war es, 18 Uhr oder so, das war Sonnenschein draußen, es war sau warm, paar 25 an der Beach war das draußen, ja. Es war die letzte Nummer, ist gespielt worden und mit dem, dass der Sound aus war, hat es auf einmal zum Regnen angefangen, ja. Aber wie aus Kübeln und das war so mein Magic Moment, das, ne? Ist das, was du meinst, ne? Da hat jeder seine eigenen Highlights. Dann haben wir gehabt, in Bezug auf Recap, breit aufstellen, denk gleich mal ein bisschen breiter, nicht nur an der Single-Kunst, wie du damit Geld verdienst, sondern gleich ein bisschen networken, gleich mal schauen, was ich einerseits zurückgeben kann, wie ich dem Ganzen ein bisschen was Positives geben kann und wie ich mich dann letzten Endes aufstehe, wenn ich dann in so ein Alter komme mit 35, 40, wo ich schon ein bisschen Erfahrung habe, wo ich das dann auch nicht mehr so brauche, dass ich ständig auf der Bühne stehe. Ne? Da wäre es, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, etwas mit Musik oder mit Kunst zu machen, dass ich zumindest schon weiß, okay, ja, passt, ich habe schon mal eine Party gemacht, ich habe schon mal irgendwo ein Booking gemacht, aber oder die Gastro irgendwo gemacht. Ne? Kann da im Gesamten, wenn du sagst, du willst das Leben als Künstler oder in der Nacht Gastro oder in Nachtbusiness machen, kann da auch genauso helfen. Ne? Ja, also eine Message ist sicher, wenn du der Reichste bei dir im Ort werden möchtest, dann wirst du kein Künstler. Dann bist du am Ende vielleicht halt auch nur einer, der Fensterrahmen verkauft hat, aber bist dann der Reichste bei dir im Dorf am Friedhof, aber es wird da halt am Ende auch nichts bringen. Ne? Also ich glaube eben, dass sie natürlich für uns alle ist ein finanzieller Erfolg in einer gewissen Art und Weise wichtig, keine Frage. Ich weiß aber heute auch, nach 20 Jahren Veranstaltungsgeschäft quasi, wenn ich wirklich aufs Geld aus bin, dann muss ich was ganz anderes machen als Veranstaltung. Wenn ein Betriebswirt darf der Veranstaltung nie vorlegen. Weil der sagt einfach, das ist ja keine betriebswirtschaftliche Partie. Das ist nicht so klar, was du da machst. Und von daher nur mal jeder, ich glaube, gemeinsam statt einsam trifft es auch ganz gut am Punkt. Ich glaube, es ist viel wichtiger, die zusammenzuschließen mit Leuten, die müssen auch nicht immer dasselbe machen wie du, die können auch ein bisschen einen anderen Sound machen, aber einfach um einen Wissensaustausch zu haben und lieber nehme ich alle ins Boot, also ich schließe alle aus und werde lieber miteinander groß als allein am Ende, das ist ganz sicher so. Und was ist groß wirklich, verstehst du? Also das ist ja auch immer so eine Auslegungsgeschichte. Ich glaube, da gibt es halt viele Beispiele irgendwie, wo Leute einen Erfolg haben und du merkst aber dann, dass auch da irgendwie ein Getriebene von einem Erfolg werden. Also Freunde natürlich haben sicher weit mehr Geld wie ich. Die sitzen aber halt am Montag jeden Tag um 8 in der Früh in einem super Tesla XYZ und cruisen nach Wien. Wenn ich aber richtig erfolgreich bin und ein Geld habe, dann stehe ich am Montag nicht um 7 in der Früh auf. Weil da stehe ich gar nicht auf am Montag. Ich stehe am Montag um 1 auf, ab 3 könnt ihr einen Termin haben, wenn ihr wollt, dann bin ich wirklich reich. Reich bin ich nicht, oder wenn ich jeden Tag am Montag um 8 in der Früh im Auto sitze und nach Wien fahre, weil ich einen Termin habe, bin ich nicht so wirklich reich. Dann kann ich. Ist eigentlich eine arme Sau. Ich sage immer, wichtig kommt von Wicht. Derjenige, der sich wichtig macht, ja, das hat mein Name. Ich sage da noch eine Anekdote kurz, beim Thailänder, das ist so der kleinste thailändische Shop bei uns in Linz und die haben so eine kleine Küche eingebaut und da kochen halt zwei so kleine Thailänderinnen auf mich lieb und warten wir halt auf unser Essen und reden mit dem Typen ganz kurz und dann sagt der Typ, ja und was ist richtig wichtig im Leben und dann sagt er, wie wichtig ist für mich, dass ich cool bin. Und dann sage ich, ja, wie war's? Ja, wenn ich cool bin, ist cool, wenn ich stirb, bleibe ich auch cool in Erinnerung. Und irgendwie war das für mich so,
pragmatisch ausgedrückt, dass er irgendwie auch recht hat. Wenn er ein cooler Dude war, und dann werden die Leute im Nachhinein vielleicht auch cool über mich denken und umso mehr Leute, dass irgendwie damit inspirierst, und wenn es nur der engste Umfeld ist, dann ist es einfach eine coole Partie. Und das Leben ist ja auch cool. Wir haben ja auch alles und wir schätzen es vielleicht auch öfters viel zu wenig, weil wir viel zu verwöhnt sind und weil wir viel zu, also ich sage auch immer, ich bin so ein Blumenwiesenkind, weißt du, auf die Welt komme 84, da ist schon alles wieder gestanden, alles ist perfekt und in Wahrheit bis zu Corona ist nur aufwärts gegangen, also bei mir auf der Welt. Absolut, ja. Und dann ist natürlich immer leicht daheim zu sitzen und während Corona zu sagen, Alter, was ist und irgendwie. Aber am Ende geht's uns alle schon richtig gut. Mhm. Deswegen sollten wir auch viel mehr feiern, weil wir haben das beste Leben, was wir uns wünschen können in Wahrheit. Dankbarkeit, ne? Dankbar ins Nachtleben rein. Richtig, genau so ist es. Geil, was steht jetzt eigentlich an bei dir in der nächsten Zeit? Du, wir machen jetzt dann ein neues Format am 13. Juli, das heißt Splashtival. Okay. Das machen wir im Linzer Backbord. Das ist so das größte Freibad in Oberösterreich. Und da machen wir so von Techno-Yoga bis hin zu Pool-Sessions. Das ist auch eine reine Tagesgeschichte, fängt um 9 in der Früh an, hört um 8 am Abend auf. Okay. Und ja, mit dem starten wir jetzt durch am 13.7. und haben ein paar ganz lustige Ideen, von Russen-Solaturm springen bis hin zu verschiedene Bühnen. Also wir werden 3 Floors dort haben und werden nächste Woche in die Werbung gehen. Und dann konzentrieren wir uns ja schon wieder auf den Winter. Also wir sind schon wieder mitten im Winter, mehr oder weniger, weil wir sind ja doch Winterveranstalter. Ja, bin ich gespannt. Ist das nur einmalig? Was? Im Sommer fühlen wir lieber. Ja, ja. Nein, ist eh nicht so. Aber wie gesagt, wir machen echt ganz gern Winterveranstaltungen und sind eigentlich ganz happy damit. Aber jeder, der Lust hat, dass er am 13.07. einen lässigen Bodytalk hat mit guter Musik, ist herzlichst eingeladen. Du kannst natürlich auch gern 2x2 Karten verlosen, wenn du magst. Das könnte man machen. Ich hoffe natürlich, dass wir dich selbst auch begrüßen dürfen. Natürlich. Meine Eltern haben eh schon lange nichts mehr von mir gesehen, dementsprechend werde ich gleich zum Anlass nehmen, dass ich vorbeikomme. Ah, mein Papa hat sogar 4 Tage vorher Geburtstag, das passt super. Dann nimmt niemand gleich mit. Ich bin nur anfangen. Ich glaube, wenn beim Turmspringen kann er gleich mitmachen. Das passt auch. Bitte, kannst du bei einem anderen Turmspringen schon mitmachen. Fix. Bist du nicht bei den Horten dabei? Ich kann mich noch erinnern, ich bin einmal 26 Meter aus dem, ins Wasser gehupft. Ja, nein, wir haben das wirklich. Mhm. Wir haben das eigentlich jetzt immer, also gerade jetzt auch im Kasberg, auch bei Passmanten irgendwie haben wir immer so eine kleine sportliche Komponente dabei, da machen wir immer entweder Pop-WM oder einen Waterslide-Contest oder halt irgendwas, was auch irgendwie mit dem Berg zum Tor hat. Mhm. Und es ist irgendwie auch ganz cool. Es ist irgendwie ganz cool, auf ein Event zu gehen und verschiedenste Erlebnisse zu haben. Das ist ja lustig. Ja, ich denke mal immer. Also als Zuschauer. Wir haben auch aufgehört, jetzt auch zum Beispiel auch als Beispiel Passmanten zum Beispiel oder auch Rave on Snow. Das ist so, was die Bühnen werden immer größer, geiler, und aber am Ende ist immer nur eine Bühne und es ist eine schwarze Gase dahinter und von dem sind wir komplett weggegangen. Wir schauen, dass wir den DJ so knapp wie möglich zu den Leitfähre bringen. Der DJ ist die Crowd eigentlich. Das ist super. Und der Background von der Party ist eigentlich das Panorama und das reicht dann auch. Da brauche ich gar keine Visuals und ich brauche keine LED-Wand und ich brauche eigentlich gar nichts anderes. Das ist ja back to root. Außer einen perfekten Sound. Eine perfekte Anlage und coole Leute. Und coole Leute, da muss ich echt auch selber auch sagen, dass einfach die Crowd macht halt die Party, weißt du? Also wir schreiben öfters Leute, hey, danke für die Party, und ich kann ja eh nur zurückschreiben, danke von uns, weil ihr seid die Party in Wahrheit. Wir sind alle nur gestresst und rennen deppert hier herum und sind irgendwo Rechner und machen irgendeinen Scheiß. Aber wenn es richtig geil war, dann wart ihr die Party, wir waren es nicht, weißt du? Also, ja, ist eine schöne Frage. Die Gruppen schon alles geil organisieren, aber wenn die Stimmung scheiße ist, dann war die Party trotzdem scheiße. Also am Ende sind schon immer unsere Besucher die Party, das ist einfach so. Das ist ein schönes Wort zum Abschluss. Die Crowd ist die Party. Die Crowd ist die Party, ihr seid die Party. Ihr seid die Party. Wir sind die Party. Eine lustige Geschichte und das Letzte, okay? Obwohl wir ja schon überzogen haben, aber. Wurscht. Ein guter Freund von mir, der auch schon lange auflegt, der hat gesagt, was für eins? Früher hast du als DJ für alle Gäste gespielt und heute spielst du als DJ für alle anderen DJs. Ja, genau so ist es. Und in diesem Sinne möchte ich mich recht bedanken für den ganz netten Abend.
und cooles Format, cooler Moderator, do it. Mach weiter. Muchas gracias, Señor. Ich sage auch danke für das Gespräch. Es war wirklich, wirklich sehr lustig. Wir haben einige Themen abdeckt. Gerne wieder. Ich glaube, es ist auch für den Zuhörer sehr lustig. Bis zum bitteren Ende versprochen. Bitte? Ich sag, wir machen das bis zum bitteren Ende versprochen. Ja, das werden wir machen. Wir haben das Mal schon kurz verglichen, aber der Thomas, der Refons noch gegründet hat, der war, glaube ich, nur 5 Jahre jünger, als ich heute bin, wie er angefangen hat mit Refons noch. Und ich glaube, der darf sich erwarten, dass wir das 50-Jährige noch mitbringen. Ich glaube sogar ans 75-Jährige. Das geht ja auch. Das könnte fix aus. Bis zum bitteren Ende machen wir es. Bis zum bitteren Ende. Wir werden alle Links unten natürlich verlinken. Jederzeit bitte natürlich all bei unseren Kanälen und lass uns natürlich auch in Kontakt bleiben. Und recht, wie gesagt, danke für deine Zeit und ich sag danke. Danke an die Zuschauer, danke an die Zuhörer für Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao. Ich bin Grazer quasi, also ich bin in Graz geboren, aber ich bin nicht in Graz aufgewachsen. Wie ich schon vorher gesagt habe, wir haben da 1200 Quadratmeter, das ist jetzt gar nicht so wenig, wir haben angefangen mit 120 Quadratmeter in der Hofgasse, aber... Scheiße, ich glaube, der rollt echt ganz um.